Oh verdammt, ich muss glaube ich die Musik dann ausmachen. Ah, sehr cool. Nee, ich spoil euch jetzt nicht. Ich meine, es ist kein großer Spoiler, aber. Was labert er denn? Manuell. Ich sitze genau über ihm. Ist antiklimatisch, aber. Naja. Moment, welche Bewegung macht er so? Ich sitze genau vor ihm. Bisschen lauter, ja, Moment, das kriege ich sofort hin. Okay. Alles es geht ab in die Picks, erste Runde und lauter und für euch. Kein Problem. Bitteschön. Sniper. Boah, das ist mal wieder Kartoffelqualität der Hölle gerade. So. Bin ich gespannt, was passieren wird. Das ist quasi jetzt ein 4-Runden TFT-React, wenn ihr das so sehen wollt. Ja, wir gehen natürlich sofort auch noch die anderen Leute durch. Da haben wir schon mal mit Xayah angefangen. Moment! Dann gucken wir mal ganz kurz, wen hat Dr. Freud. Aufnahme. Hey, hey. Laber aber nicht so viel. Das. Paul ist wie immer besoffen. Paul hat noch kein Bild. Okay, Paul hat noch kein Bild. Muss ja. Was sagt Brücki? Ne. Pass auf. Alright? Bin als sehr, Kombo. Sehr gespannt. Ja, und ich setze mich nochmal ganz gut dahin. Ich glaube, wenn du den Weltmeister nehmen willst, der ist nur Itemholder. Also der hat nur ein Item genommen, ne? Oder wollen wir... wir können auch hier Xayah, diese Shredder-Xayah spielen. Die ist auch cool, ne? Okay, Hyper Roll, Blade Master. Ja, Outdeck-lastig ist. Wird immer Outdeck-lastig. Ist bei Brücki gerade definitiv eine Sache, die mit drin hängt. Ich möchte, ne? Ich bin eigener Herr. Bin sehr gespannt. Kurze Erklärung des Spiels. Guck einfach ganz kurz zu. Das wirst du schon mit rausfinden. Ja, wir haben ja unseren kleinen. Müssen wir jetzt einen React auf den Stream machen? Feel free. Feel auf jeden Fall free. Wir haben ja unseren kleinen Yvonne-Trick am Schlüssel, ne? Ganz vergessen. Also Brücki denkt auf jeden Fall drüber nach, eine Hyper-Roll Xayah zu spielen. Dann gehen wir mal weiter, mal gucken, was der gute Dadosh sagt. Das ist eine wilde Geschichte hier, das muss man so sagen, ne? Alright. Okay, der hat schon eine Caitlyn auf 2. Dann haben wir schon mal Chrono. Aber ist natürlich, ich weiß nicht, ob er sie als Carry nachher spielen möchte, okay. Weil die hat natürlich die Rüstung, das ist natürlich scheiße schon mal. Der kleine Yi One-Trick. Ja, vielleicht. Mal gucken, ob wir bei Mango mittlerweile reingucken können. Moment, wir wechseln kurz zu Mango. Demolition Rebel. Ja, wir geben dem einfach mal ein bisschen AP, wa? Wenn wir die irgendwann kriegen. Aktuell Celestial, Demolition Rebel und Blade Master. Ich glaube, Mango hat gerade nebenbei so auf einem Bildschirm so einen Cheat offen, wo er sich halt anguckt. Was da genau passiert. Doch, wir gehen sofort auch in die einzelnen Räume und versuchen, mit denen zu quatschen. Noch ein bisschen lauter. So, besser? Sorcerer waren auch cool, glaube ich. Aber Sorcerer gehen bestimmt alle. Wir gehen nochmal Illaoi für meine Brawler, kommt zur Not. So. Alter, also und ihr dürft jetzt bestimmt, zu wem wir als Erstes in den Channel gehen sollen, um da mal zu fragen, was da passiert. Warte mal, man levelt ab? Ach, ich habe ja auch abgeleffelt. Ah, das wusste ich natürlich. Ja. Das wusste ich natürlich. Ah, ist jetzt genau vor Mango. Moment, ich setz mich mal auf die Seite hier, damit das nicht so passiert. Gegen wen fighten wir denn hier? Gegen Paul! Piu! Da ist nicht so viel Schlimmes. Komm schon! Zu Mango rein, alles klar. Wir gehen mal zur kleinen Gurke rein, machen hier aber dann mal ganz kurz den Sound aus, ja, und labern dann mal ganz kurz mit dem. Aloha! Hi! Na, worauf gehst du? Alles, was Master Yi beinhaltet. Oder vielleicht doch was ganz anderes, weil ich jetzt einfach eine Level 2 Unit geschenkt bekommen habe in der zweiten Runde, aber mal sehen. Okay, also das heißt, du hast noch keine Taktik jetzt, wo du sagst, okay, auf die gehst du mit. Oh, lauter. Oh, hoppala, das ist ein Ticken zu laut, wa? Moment, mal, ein Ticken leiser. Okay, ich bin leise. Damit Mango nicht die Ohren voll schreit. Okay, das ist natürlich jetzt eine Sache, die habe ich gar nicht durchdacht, aber wenn ich natürlich jetzt im Spiel drin bin und dir zugucke gleichzeitig, dann sehe ich. Bin ich doppelt. Genau, hörst du mich doppelt. Deswegen mache ich da einfach dir kurz die Musik einfach an. Ist ja dann easy. Easy Snack. So, das heißt, du hast auf jeden Fall noch keine finale Taktik jetzt, wo du jetzt schon dich festgelegt hast und sagst so, du gehst jetzt irgendwie auf irgendwas. Nee, ich merke auch schon, dass alle anderen irgendwie schon Levels gemacht haben und 4 Einheiten haben anstatt 3 oder so, aber ja. Nee, ich guck einfach, was passiert. Du guckst einfach. Alles klar. Dann lass ich dich mal kurz alleine. Wir gehen mal zu Lord Bashmore. Aloha. Hallo, Bramin. Na, bist du zufrieden?
Ja, schon. Aber... Magst du uns gerade richtig gestompt erklären? Vanguard Chrono hast du aktuell jeweils 2? Ja, ich bin eher auf... Ich wollte eigentlich auf Sniper gehen, aber ich habe schon gesehen, da gehen, haben schon viele Caitlyn und so am Start. Das wird ein bisschen eng. Also deswegen muss ich mir was anderes überlegen. Noch nicht ganz, aber... Ja. Schauen wir mal. Im Moment werde ich richtig gestompt. So, ich mache euch auch TS leiser. Ja, aktuell bist du letzter, aber jo. Hey, ne? In TFT wäre etwas leiser, etwas lauter. Ja, bisschen Geld sparen und dann schauen, was hinten aus rausgeht. Okay, dann wünsche ich viel Erfolg. Dankeschön. Wir gehen mal weiter. Wir gehen da mal sofort weiter auf jeden Fall. Es hat Mega Fisch bestellt. Ja, kann natürlich sein. Igno ist der Nächste. Sagt er auch was? Ich hab keinen Sound bei Igno. Noch eher das Game verliere oder die. Ah, sein Stream ist mega leise. Live aus dem Volksempfänger. So sieht's aus, nämlich. Kein Sound? Dreier Frontkämpfer, wir fragen ihn einfach mal direkt. Mal gucken, was er uns sagen möchte. Schlecht. Erstmal jeden leiser machen, weil ich da reinkomme, wa? Ja, denke ich mir auch. So, komm hier. Fix mal kleiner. So, zack. Erste Pickround. Lord Bashmore und Mango dürfen als erstes ran. Und Mango zockt sich Yasuo. Okay. Brücki ist am Start. Brücki geht auf Kog'Maw mit dem Big Fucking Sword. 360 Wodka bei Sovay ist Ignu. Das ist gar nicht wahr. Tut mir leid. 360 ist Deforna. Und die anderen dürfte man eigentlich alle sehen. Gürkin an die Macht. Wir gehen nochmal ganz kurz ins, beim Dr. Freud rein. Moment, ich muss einen noch leiser machen. Den. Ja, das auf jeden Fall. Ich wusste auch nicht, dass ich jetzt so... Die werden immer leiser. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich die bekomme, die Leute. Alter, ist der leise. Moment, da müssen wir sofort nochmal was gegen tun. Und die Quali bei Dr. Freud ist gerade Kartoffel hoch 10. Besser. So. Glaube ich, heißt das. Mach mein Browser in Windows noch lauter. Moment, da muss ich mal... Das gucken wir. Machen wir ganz schnell. Moment. Zack, zack, zack. Kann ich den noch lauter machen? Zack. Moment. Wo ist er? Da. Jawohl, wunderbar. So können wir doch damit arbeiten. Ab dafür. Das heißt, der wird dich jetzt ziemlich weglassen. Na, weil ich hab schon... Obwohl, nee, der hat auch schon 3 Level. 2 Brawler hat er? Ja, nee, das sieht nicht gut aus. Nee, ich habe ja auch noch gar keine Comp, die irgendwas macht, aber... Und eine Wayne auf 2. Ich spare jetzt erstmal Geld. Guck mal, ich habe schon 20 Gold. Er hat maximal. Richte die Antenne neu aus. Habe ich gerade gemacht. TS ist wirklich zu laut. Ja, TS machen wir sofort. Dann machen wir noch einen Ticken leiser. So, dich habe ich gebraucht zum Beispiel. Jetzt haben wir 2 Rakan. Immer noch zu leise. Dann nehme ich die mal raus, einfach weil ich es kann. Ich kann ihn nicht lauter. Paul kann ich gerade nicht lauter machen. Gucken wir mal Mango rein. Aber einen Rebel bräuchte ich noch. Okay, der gibt. Der geht von der Lautstärke. Passt jetzt. Wunderbar. Dreier Blade Master. Zed ist auch am Start. Wie Krebs the Battle. Oh Gott, Mango schreit uns nicht ins Ohr. Aktuell Vorletzter der Mango. 80 Leben hat er noch. Ich sehe hier eine Chance. Ich glaube, hier haben wir eine Chance. Ich glaube, hier haben wir den Namen nicht an, deswegen weiß ich gar nicht, gegen wen er gerade spielt. Na, wow. War das ein 4-Mann-Knockup? Kannst du chillen? Okay. Und okay. Das wird er verlieren. Der hat gerade seine Q daneben geschmissen. Okay, darf das wird er verlieren. Das ist jetzt schlecht. Poppy stirbt einfach nicht. Weißt du, Poppy ist ja broken. Das hat er auch verloren. Poppy ist ja einfach broken. Ja, Poppy ist broken. Alles klar, wissen wir Bescheid. Was sagt Brücki denn gerade? Was für Chancen zu erhöhen. Ist aber auch sehr dürftig, ne? Also ich hätte ja schon durchaus verdient, auch mal mehr Einheiten davon zu fitten. Spielen die anderen Hasis hier. Jetzt kommt die Analyse. Bin gespannt. Hat jemand, wir gehen sofort in den Brücken-Channel. Oh mein Gott, ich bin so neidisch. Wir gehen mal zu Brücke in den Channel. Aloha. Ja, moin. Ja, moin. Also, läuft's bei dir gerade? Ja, nicht so. Ich finde jetzt nicht die Einheit, die ich haben möchte. Worauf möchtest du denn gehen?
Xayah Shredder kommt, nennt sich das. Ah ja, Hyper Roll of Blademaster. Ja. Genau, so ein Ding. Okay, das heißt, du wirst gleich bei 3-1 gleich dein Gold jetzt wegrollen, also quasi jetzt. Quasi genau jetzt, ja. Dann bin ich sehr gespannt. Wir gucken uns dir natürlich dabei auch zu, wie viel, ob du Glück hast oder nicht. Javanas zumindest. Du bist auch immer, der die Maus sogar immer so im Kreis bewegt, auch geil. Also, du hast doch keine Xayah da drin gehabt. Nee. Ja, was soll ich sagen, ne? Alter, Fio wenigstens Level 2. Damit ist mein Game wohl beendet. Ich habe absolut nichts gefunden. What the heck? Okay. Du hast nur eine Level 2 Xayah bisher, wa? Das war's, richtig. Alter, das ist ja... Das ist natürlich jetzt der Tod für mich, ne? Jetzt geht die Kombo schon nicht mehr auf. Das ist ja krass, dass du auch keine einzigen noch gefunden hast. Ja. Haben die anderen denn alle so viel Xayah gekauft? Ich habe gerade mal durchgeschaut, da war keine Xayah drin. Also er hat jetzt Xayah, auch zwei, aber sonst geht keiner für die Kombo. Das ist einfach nur sehr unglücklich gewesen. Krass. Ja, ich wünsche auf jeden Fall noch viel Erfolg. Wir gehen mal weiter. Dadurch ist gerade Erster und deswegen fragen wir ihn direkt mal. Spaß. Wie er das gemacht hat. So, wo ist denn unser lieber Dadosh? Da gucken wir mal ganz kurz rein. Zu fahren. Ich suche Nar. Okay. Was machst du damit? Er sagt gar nichts, er überlegt. Er redet zu wenig, also fragen wir ihn auch einfach mal. Aloha! Hello! Na? Was geht ab? Worauf gehst du denn gerade? Frontkämpfer schaffst du zwei Stück. Bleibst du bei Vanguard und Sniper? Ich glaube ja, das ist mein Plan. Ob es aufgeht, weiß ich noch nicht genau, um ehrlich zu sein. Also ich bräuchte noch Nar und Teemo und so. Mhm. Aber das wäre so mein Plan, ja. Jetzt sitze ich auf dir, stimmt, ja. Ihr sitzt, ja, da ist eine Sache, die habe ich tatsächlich vorher gar nicht bedacht. Da, wo ich sitze, du sitzt links und Mango sitzt rechts im Bild. Und dementsprechend sitze ich immer auf irgendeinem drauf. Ja, gut, mach nichts. Ist okay. Schön warm. Ja, jetzt gerade gegen Ignu verloren. Du warst gerade noch Erster vor der Runde. Machst du dir schon Gedanken, dass es halt nicht so sein könnte? Brücke ist jetzt bei 79, auch nicht so mega krass. Nö, also ich glaube, es ist tatsächlich am Anfang gar nicht schlecht, wenn du früher im Kreis deine Items oder deine Chars auswählen kannst, sofern du einen Gameplan hast. Bei mir ist halt nur genau das Problem. Also ich habe keine richtige Ahnung, was ich hier jetzt mache. Also ich habe einen groben Plan, aber ich weiß nicht, was passiert, wenn ich die Pieces nicht bekomme, die ich suche. Das ist das Problem. Ich weiß auch nicht genau, ob ich zum Beispiel jetzt rollen sollte oder einen Levelvorteil mir ausarbeiten sollte. Ich gehe da so ein bisschen nach Feeling und nach dem Momentum machen. Also mache ich das jetzt gerade einfach. Okay. Ich bin gespannt, worauf du gleich noch gehen wirst. Mhm. Sieht auf jeden Fall nicht so aus, als wenn du damit nicht mithalten könntest. Es gibt keine Galaxie in dieser Runde. Ist noch okay, würde ich sagen, ja. Da hast du gegen Mango jetzt. Da hatte ich, erste Runde war gegen Mango, da hatte ich noch eine Chance. Sieht jetzt aber nicht mehr so gut aus. Der hat auch viele Xayahs, wie es aussieht. Okay, der macht dich komplett weg. Ja, ist okay. Alles Taktik. Komm ich früher in den Kreis. Bin ich früher dran. Ist früher dran, okay. Dann gehen wir nochmal weiter. Viel Erfolg. Dankeschön. Bis später. Bis später. Bin ich sehr gespannt. Jetzt im Kreis, den gucken wir ganz kurz noch bei Dadosh an. So, jetzt sind wir früher dran, war alles Plan. Oh Gott, jetzt habe ich schon wieder Probleme. Wen brauche ich denn hier? Ich nehme einfach ein Schwert, oder? Okay, ich nehme ja kein Schwert. Ah, doch, ich drin, Iglu. Okay, der hat sich Yigo gegönnt. Einfach nur, ich glaube, weil es Yi ist, oder? Ganz ehrlich, Mango hat sich. Mango hat sich doch Yi nur genommen, weil es Yi ist, oder? Ja, Schwert hätte ich eigentlich genommen, ist true. Aber ich brauche für die ein oder andere Kombo auch fürs Item die Faust. Und den Handschuh. Deswegen mache ich das erstmal so und ich krieg mehr Gold. Ich will nächste Runde nämlich sowieso aufleveln. Also jetzt diese Runde aufleveln. Nee, die Xayah Comp ist broken. Kein Plan. Kann auf jeden Fall sein. Wir newten ihn nochmal und gehen mal ganz kurz direkt zu Mango rein. Kein Malphite. Ich fange mal an jetzt zu rollen. Yasuo, ja, nice. Nehmen wir. Ab jetzt müssen wir auch wieder verkaufen. Also wir verkaufen mal die Schlampen hier. Poppy, die Schlampe wird verkauft, okay. Da ist eine Xayah, die nehmen wir. Da ist noch eine Xayah dabei, wunderbar. Ich roll jetzt noch 40 runter. Master Yi, nice, perfekt. Okay, nice. Jetzt bleiben wir einfach so. Jetzt kann ich eine Master Yi-Copy machen und dann Level-Uppen und dann haben wir Master Yi. Bin ich gespannt, gucken wir mal.
Leider kann man bei ihm nie sehen, wie er spielt. Engage! Aber das sieht gut aus, den macht er. Sehe ich ja sofort, wer... Ich weiß nicht, gegen wen er gespielt hat. Er und seine Mucke. Nice. Strong gekommen. Er und seine Mucke immer. Und wer war gerade erster? 360 Vodka, das ist Ignu. Gucken wir bei ihm mal rein. Ob er was sagt. Er spielt auf Frontkämpfer und Sternenvernichter aktuell. Wie viel Erfahrung jetzt einfach bekommen hast. 360 Vodka, das ist Ignu. Okay. Da ist ein Cassiopeia. Alter Vater, okay. Damit könnt ihr dann auf Cassiopeia gehen. Ich bin gespannt, ob er es durchziehen wird. So. Du kannst das Avatar gucken, wer der Gegner ist, ja. Ja, das ist Mango. Dankeschön. So. Mir ist gerade Abendessen gereicht worden. Actually. Gegen Bashman war das? Okay. Ja, ich bin gespannt, jetzt auch gucken, wie ich nur noch... Oder geh den anderen Channel. Er quatscht auch mit Leuten. 59 Punkte. Oh, meine Cassiopeia. Ja, ich war rechts, ja stimmt, man könnte einfach über die Dings gehen. Über die Symboliken. Oh, Alter, ja. Aber er wird gefickt. Nein, ich will nicht gegen Mango verlieren. Nein. Oder? Doch, ich glaube, er wird von Mango gefickt. Komm schon. Oh, was macht denn die Xayah da hinten? Nicht? Oh, knappes Rosettchen. Aber doch, Mango macht ihn. Komm schon, nimm den doch mit. Nimm den doch mit. Ja, Mango macht ihn. Okay. So, dann gucken wir jetzt mal ganz kurz hier bei... wo ist er? Bei Devor. Oh, ja. Der ist auch links unten in der Ecke. Ich muss mir echt was anderes drüber nachdenken. Da denken wir gleich drüber nach. Ich wechsle einfach immer wieder. Geil, aber ich habe bisher noch keine Annie gesehen. Genauso wie kein Fizz. Die Sklaven müssen wieder an. Ich habe keinen Kaffee. Ne, Kaffeespawn habe ich leider nicht. Aber Wasser dafür. Sorcerer Star Guardian. Wir fragen ihn direkt mal, ob er auf 6er Star Guardian geht oder auf den Sorcerer. So. Auf geht's. Hello. Hallo. Gehst du auf 6er Sorcerer oder 6er Star Guardian? Bisher, ich bin noch am überlegen, ob ich Mech Sorcerer spiele, deswegen habe ich noch meinen Rumble hier. Oder ob ich doch Star Guardian noch drunter, also Star Guardian gehe. Oder 6er Sorcerer. Ich bin mir noch nicht genau sicher. Aber so auf jeden Fall irgendwas mit Sorcerer. Irgendwas mit Sorcerer. Ja gut, das dachte ich mir, nachdem du schon 4 Stück davon hast. Ja. Okay, bin ich gespannt. Dann lassen wir dich nochmal kurz alleine. Und gehen dann in dem Fall ganz kurz zu Dr. Freud. Und da habe ich nämlich eine Idee, also mit der Kamera. Die können wir mal ganz kurz machen. Ich würde mich ja... Okay, nice. Rein. Sniper brauchst du noch mehr, ne? Genau, ich bräuchte... Was halt ihr davon? Das heißt, also eigentlich reichen mir die zwei. Oder lauter, klar. Serat, aber das wird ein bisschen schwieriger, der ist eine Goldeinheit. Ja, den jetzt kann man später vielleicht gut kriegen. Sehr gut, oder? Jetzt, der Djinn müsste halt noch gelevelt up werden, weil noch macht er nicht genug Damage. Ja. Mein Harem ist heute da. Hast du noch jede Menge rumliegen, 7 Mädels sind in der Küche und machen Pizza. Mega nice. Ich muss mir gleich mal angucken, was ich da basteln möchte. Da gibt's noch so ein paar Darkstar Infiltrator. Er rollt. Nochmal ein Jarvan. Jarvan ist irgendwie aktuell... irgendwie so ein Meta-Charakter, weil der überall gut reinpasst. Ja, der war wichtig. Gut, dass du das gesehen hast. Bram Senpai, please teach me. Kann ich leider heute nicht. Ich überlege mir, ob ich halt... ersatzweise... Bin ich gespannt. Gucken wir uns die Runde an. Gegen Mango? Ich weiß nicht. Ich weiß noch nicht. Ich muss jetzt erstmal hier gucken. Okay, natürlich. Ich lache über die Schwerkraft, ja. Rückkehr, Jarvan 3. Echt? Moment, den weg. Rücki. Das ist aber was Schönes. Yo, Alter. Guck mal, wie die auf dem rumkloppen. Alter, die kloppen ja ewig auf dem rum. Holy moly. Xayah hat er mittlerweile Level 2, vielleicht kriegt er sie ja dann doch noch. Ich muss hier hochgehen, oder was?
Na, ja, muss er wahrscheinlich wirklich. Hau ich mal die Einser raus. Ich setz mich gleich wieder irgendwo anders hin. Bist aber gerade lustig. Ich könnte jetzt natürlich den geben, aber das ist einfach nicht gut, ne? So. Du brauchst Infinity Edge, nehme ich an. Führer mit Rapid Fire. Auch, hört sich auch fucking terrible an. Ja, Xer braucht auf jeden Fall Infinity Edge. Guck mal gegen Lord Bashmore. Also, I'm sorry, aber das ist halt wirklich. Also, ein Jam Level 3 ist natürlich schon mal der absolute Obershit, ne? Oh, oh na, voll rein. Das sieht nicht gut aus, ey. Oh Gott. Bitte reiß an, Xer, ha? Da ist die Backline im Arsch. Alright, dann andermal dann. Andermal dann. Aber macht er das noch? Ja. Ne, das macht er nicht, wa? Ne. Da macht Lord Bash da mal die Brücke. Da wird ein Top 8 Finish, denke ich. Fünfer Lose-Serie. Da wird ein Top 8 Finish. Wir brauchen Crit relativ dringend noch. Also, wie gesagt, Brücke darf als erstes ziehen. Und Lord Bash mal, ne? Auch. So. Damit rüstet er die Xayah auf. Runde. Aber ist kein Problem, wir haben noch mehr Kombos auf Lager. Tatsächlich geht hier der junge Mann geht auch für Blademaster, ne? Oder? In a way. Ja. Das finde ich ganz attraktiv. Die Items sind ein bisschen trollig. Aber ist attraktiv. Ich mach die Facecam sofort wieder richtig rum. Wir gucken uns aber den nächsten Kampf noch einmal an bei Brookie. Ich bin jetzt gespannt. Ah. Ja, ich weiß auch nicht, wieso alles außer mir auf dem Kopf ist. So, wir haben jetzt endlich unser letztes Item ready. Das ist nice. Da hat dann Xayah voll. Ich würde aber super gerne, ich würde einfach immer noch gerne rollen so. Ich sag mal so, wenn ich Xayah 3 hätte, hätte ich Xayah 3, ne? Das ist super gut. Das ist immer noch stark. Das würde mich alles noch carryen, aber. Ich sollte, oder? Komm, fuck it. Er rollt? Ist jetzt hier Torda oder Blut am Pfosten. Muss ja sein. Fiora noch? Nochmal? Nope. Da, eine. Ja. Gut. Oh, 20 noch Gold zwei fast verrollt. Xayahs, eine Fiora. Und Caitlyn brauche ich, glaube ich, nicht mehr versuchen. Ich glaube, Caitlyn ist pretty much dead. Oh, Moment. Die wird nicht mehr online kommen, bevor der Tier. Wir drehen es mal. Ich weiß tatsächlich noch nicht genau, wo ich mich hinsetzen soll. Das ist echt ein Problem mit Mango. Mango ist der Einzige, der rechts ist. Mango ist das, oder? Problem. Ja. Ganz entspannt. Wir müssen ganz locker bleiben, Leute. Das ist alles holbar noch. Und für das nächste Mal wissen wir, die fiesen Frettchen hier, die in diesem Game sind, auch Xayah gerne spielen. Aha, so, das ist auch abgedisst, ja, die fiesen Frettchen. Eine Knowledge Bomb, die wir so. So, dann gucken wir mal ganz kurz hier bei Angel Aki, der ist nämlich gerade Erster. Ich glaube, da waren wir noch gar nicht. Mal gucken. Was da gesagt wird: Astro, Darkstar. Wir gehen mal rein und fragen. Aloha! Moin moin! So, Dreier Astro hast du schon, Darkstar ist es dann, also Astro Darkstar mit Sniper, schön. Jin hast du leider noch nicht auf den Zweier. Ja, ich will meinen Nikus noch nicht ganz behalten, weil noch stehe ich recht stable mit den 74 HP auf Platz 1. Fast 9 wird leider auch nichts mehr und ich finde halt die ganze Zeit keine Teamos, obwohl ich meine Epic schon rauskaufe. Also Sniper Astro noch gucken, aber wünschenswert wäre es. Ja, okay. Was ist, ja, wobei, du hast dich ja mehr oder weniger jetzt dazu committed, war, aber du hast mit Jin noch keine Items. Soll der bei dir keine kriegen? Oder bekommt er gleich das Bard-Item, zumindest den Guardian Angel? Den Guardian Angel, der geht auf Jin, der Shoujin of Ash. Der okay. Bard ist einfach noch so lange drin, bis, ja, das, wie gesagt, das Fast Nine ist halt noch die Frage, ob ich das wirklich provozieren will. Aber wenn ich mir das so angucke von dem ganzen Gold der Leute her, der Top 3 unter mir, sollte ich das wahrscheinlich nicht tun. Okay. Ist so spannend, immer so die Taktiken der einzelnen Leute mitzubekommen. Definitiv. Spatula? Man bringt dir nichts, wa? Aber wobei, ja, du kannst Darkstar draus machen. Ich kann Darkstar oder Celestia, so oder so kann ich dann halt Chaco rausschmeißen. Rein theoretisch. Weil Xeras würde ich halt jetzt nicht mehr rausnehmen und Jin ist halt ein Sniper, den ich stehen lasse. Ja, Xeras Level 2 ist natürlich krass, wa? Ja, ich hatte meinen ersten Xeras, ich glaube, irgendwann bei Level 6 rum oder so, also von daher. Mhm. Brücke hat, da, Brücke hat nix Xayah. Lang hat's gedauert. Nee, gut, aber dann wisst ihr Bescheid. Hat das noch gezählt? Ach, verdammt. Ja, gut.
So, wir lassen dich nochmal und schalten jetzt tatsächlich direkt nochmal zu Brücki. Und ich will nur wissen, ob er Freudensprünge macht. Und von mir aus auch noch. Und von mir aus auch noch ein bisschen Magic Assist. Dann müsste er. Jetzt müsste er eigentlich. So, die Xayah holt sich da komplett einen drauf runter auf die Vanguards hier. Und ich muss feststellen, Vanguard Cassio ist ziemlich gut. Alter Vater, ey. Fiora auch Level 3, ja. Das ist, also ich muss sagen, ist eventuell ein bisschen unbelohnt. So overall. Okay. Wofür rolle ich jetzt noch? Wir bleiben kurz bei Brücki. Vielleicht macht er jetzt da gleich einen Abgang. Also ich habe meine Kombo jetzt quasi fertig. Bisschen spät vielleicht. Also vielleicht lieber mal in Runde 3 Punkt irgendwas die Kombo fertig kriegen, als in Runde 5 Punkt irgendwas. Aber ja, mein Gott, was soll der Geiz, ne? Da hatte ich auch gleich raus. Mit Top 8 hat ja wahrscheinlich sonst auch keiner gerechnet. Mal gucken, ob er jetzt gegen so Mango gewinnen kann. Aber ich glaube schon. Gegen den kann ich bestimmt gewinnen, oder nicht? Ja, das sieht ja, gut aus. Ja, aber hallo. Den machst du easy weg. Ja, aber hallo. Ja, guten Morgen. Den hat er ganz, ganz easy weggesnackt, aber... Vielleicht wird es ein Top 7 für uns. Wieso wurden nur so wenige aus der Community genommen? 4 Stück. Oder sogar noch besser. 4 Streamer, 4 aus der Community. So fair. Es geht bergauf, Kinder. Dadurch hat auch gewonnen. Ich dachte, Brücki fliegt gleich jetzt raus. Was haben wir hier? Ja. Ja, was willst du denn davon haben? Da muss ich sagen, diese persönliche Antipathie, die ich mit Riot Games habe, die zieht sich einfach im TFT weiter. Das ist unglaublich. Wir wollen einfach nicht, wenn ich gewinne, ja? Ich bin sehr gespannt. Ich meine, haben die denn Assassins? Ich stell mal um. Da sind Assassins 2 Stück, da habe ich gar keine Lust zu. Kommt jetzt einfach nur auf die Gefahr hinaus, dass die... Wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, weil Archangel hat es schon Level 8. Das Raka drin haben. Und hat natürlich damit den absoluten Frage. Todeslevel-Vorteil der Hölle. Bart ist mittlerweile raus. Lass die Maschinen, sicher bin ich mir doch nicht. Tja, kauft er sich jetzt Raka? Bin gespannt. Rang 1 bis 4 Community, Rang 5 bis 8 Streamer. Das ist halt echt so gerade. Und, oh, damit ist Paul raus. Paul! Als erster rausgeflogen. Du bist raus. Ja, dadurch auch. Ah, nee, ich bin Siebter. Nice! Dadurch ist vor mir rausgeflogen. Du bist Siebter geworden, ja. Jawohl, oh, hoppala. Entschuldigung. Easy. Nicht letzter. Geil. Und sonst, wie läuft's so? Ja, bisher ganz interessant, auf jeden Fall den Leuten zuzugucken. Das ist interessant. Ist definitiv. Spannend, auch interessant ist halt Brücki. Brücki hat gerade erst eine Xayah-Fähigkeit gemacht, der hat Hyper Roll Blademaster gespielt. Okay. Moment, da können wir mal bei dir tatsächlich kurz reingucken. Du. Ja, bei dir liegt gerade das Spiel. Achso, ja, weil ich gerade hier kann ich dir so zeigen. Ja. Willst du Brücki sehen? Ja, weil der ist immer noch nur Level 6. Das ist halt echt bitter. Oh ja. Ach, deswegen hat er schon 3 Level, 3 Einheiten. Okay, jetzt ist er 7, aber er hat nichts zum Reinstellen. Ja. Bin da sehr gespannt, was er da noch machen kann. Dadurch auf jeden Fall letzter. Dr. Freud 2. Vorletzter, meine ich, mit 2 Punkten. Ja, 2. Trag das so ein. Und jetzt gucken wir mal, Brücki, ob er jetzt rausfliegt. Alle. Boah, es wird einfach. Es ist halt einfach ein Gemetzel. Aber die Xayah. Nee, der no auch chance. Gegen den Erstplatz hier. Ja. Der hat mich auch gerade rausgehauen. Das war's mit Brücki auch. Alter, wir gehen mal direkt zu ihm. Da bist du gerade geflogen, wir haben's gesehen. Ja, das war schrecklich, ey. Letzte Trott gekauft und dann, so gemacht worden, ne? Du bist Sechster geworden. Ja, wie zu erwarten, ne? Bei der Elo-Verteilung. Bei der Elo-Verteilung war zu erwarten, ja. Dadurch leider auch schon raus. Dann gehen wir auf jeden Fall in die Richtung Ende. Was heißt, was ist da los? Da sieht man nichts. Gucken wir dazu. Angel Aki auf jeden Fall krass. Vierer Sniper, Vierer Astro hat er mit drin. Ja, Vierer Darkstar, auch insane. Vor allem mit Mixera 2. Das ist schon richtig stark, was er da aufgefahren hat. Ja, da sieht er. Und dann Timo auch noch schon mit Darkstar aufgepusht. Jupp. Ich könnte mir vorstellen, dass er die erste Runde gewinnt. Sieht für mich auch so aus, ja. Mit dem Team dahinter.
eine Jenna drin, der wird auch gegen Ignu, der zweite, ist auch nicht mehr verlieren, weil zu viel Magic Damage da ist. Damit kann er auf jeden Fall nicht umgehen. Ja. Bitter, ey. Lord Beshmer hat da nochmal einen rausgeholt. Mango auch raus. Gehen wir direkt mal zu ihm und reden mal ganz kurz mit ihm. Doch. Für mein drittes Game TFT dieses Jahr bin ich zufrieden. Ja? Doch. Bist du zufrieden als Fünfter? Ich bin besser als Bröki. Du bist besser als Bröki, ja. Also das reicht mir vollkommen. Das war krass auf jeden Fall. Ja, ich war, also ins Late Game war die Verwirrung dann doch tendenziell viel zu hoch. Das heißt, hast jetzt für die Runde 2 gleich schon irgendwas, wo du sagst, so geil, das mache ich. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich weniger den Einheiten-Reroll-Knopf und mehr den Level-Knopf drücken muss. Da hat mich mein Chat ganz subtil drauf hingewiesen. Ah, okay. Du bist auf jeden Fall der beste Streamer. Du hast den Platz der Herzen, gewinnst du safe. Ah, da freue ich mich doch. Ja. Da habe ich schon alles gewonnen. Da sehen sie dich. Alter Vater, ey. Wer ist denn... Warte. Angel Aki, Alter, der fährt aber auch gerade auf. Ich verlasse dich hier nochmal. Ja, alles. Das ist krass. Alle Streamer sind draußen. Wieso habe ich keinen Ingame-Sound? Wieso höre ich keinen Ingame-Sound? Beshmore. Da geht's. Da auch. Wieso geht's bei ihm nicht? Er hat einfach keinen Sound mehr. Aber ja, er haut einen nach dem anderen hier gerade raus. Geh noch mal kurz zu dem Channel, fahr mal, ob er seinen Sound anmachen möchte. So, damit bleibt es noch der Vanguard-Spieler. Kurze Frage, hast du deinen TFT-Sound aus? Ich hab bei mir im Hintergrund halt die Sounds muted, weil ich Musik höre, die halt nicht GEMA-frei ist, damit du in den Stream schalten kannst. Sich habe ich TFT-Sound an. Okay, dann wissen wir Bescheid. Dann, Dankeschön. Dann wissen wir Bescheid. So. Mit Dardosh, nicht mit Dardosh. Doch, mit Dardosh können wir uns hinsetzen und uns kurz angucken. Was sagt er denn noch dazu? 360 Wodka, aka Denor, ist dann Platz 4 und bekommt dementsprechend 5 Punkte. Also Aki ist auf jeden Fall, hat das Spiel nicht zum ersten Mal hier gespielt heute. Na, Aki ist krass. Lord Beshmore, Dritter geworden mit 6 Punkten. Aki ist auf jeden Fall krass und der macht Ignu jetzt auch einfach weg. Komplette Bam. GG an Aki. Komplette Rippung. Scheiße, wie viel Leben hatte Aki? Ich war aber auch knapp am Sieg vorbei, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja. Sagen. Das war bei mir auf jeden Fall auch sehr knapp. Das hätte nicht genauso sein können. Hier, wie man sieht. My body is ready. 74 oder so. Die Leute denken jetzt, ich hab... Scheiße. Wir fragen einfach mal ganz kurz. Aki, ganz kurze Frage. Wie viel Leben hast du gerade? 74? Ich glaube, ja. Ich kann es in meinem Wort nachschauen, wenn du willst. Aber bestimmt kann man das bei dir auch. Oder hast du bei mir am Ende jetzt nicht zugeguckt? Doch, wir haben auf dich geguckt, aber am Ende war es so schnell vorbei, dass du dann weggemacht hast. Der Chat sagt 74 oder 76, deswegen... Das sind die zwei Zahlen, die ich auch im Kopf habe. Aber schreib mir einfach 74 auf, ich nehme die niedrigere Zahl. Ja, wir können es ja nachgucken. Ja, hab Clip geschaut. Slater sagt, hat Clip geschaut, 74 safe. Alles klar, dankeschön. Damit sind dann 74 übrig gebliebene Leben für dich. Und ja. Vor allem die wichtigen 9 Points. Und natürlich 9 Punkte, absolut. Das war krass auf jeden Fall. Hast du gut wegrasiert, definitiv. Der Timo ist zwar auf ewig 1 geblieben, aber Love for Timo, das muss halt sein. Naja. Ansonsten recht wirklich, also auch mit den ganzen Spatulas und dem Nikos Help. Normalerweise spielst du halt nicht 4 Darkstars, Astro und Sniper mit 4 Stück dann. Weil entweder spielst du halt den Chrono-Astro-Sniper-Weg, dann hast du 4 Sniper, aber keinen Platz für 4 Darkstars. Aber dass das halt noch reingepackt hat, war halt Level 10 durch Von und Darkstars, Bud. Das ist halt mehr als Luck. So sieht's nämlich aus, ne? Genau so sieht's nämlich aus. Gratulation auf jeden Fall zum ersten. Wegen ganz gut zu Ignu noch runter. Ignu! Hallo! Zweiter, zufrieden? Ja, sehr zufrieden. Ich wurde zwar ganz schön zerstört.
von Angel Aki, aber ansonsten bin ich wirklich zufrieden. Hätte ich nicht gedacht. Ja, das ist nicht schlecht, weil jetzt nach Runde 1 kann man, lehnt sich jetzt schon entspannt zurück. Ja, ich kann schon mal nicht 4 Punkte. Bin ich echt zufrieden. Hauptsache ist Brücke nicht Erster geworden. So, darum geht's nicht. Keiner gönnt Brücke den Ersten irgendwie. Ah, nee, aber ich glaube, Brücke hat auch nicht ernst gespielt, um ehrlich zu sein. Ah, er hat auch Pech. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber naja. Der hatte auch Pech. Juli, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange. Und ich lasse dich nochmal kurz in Ruhe. Und wir sprechen kurz mit dem Chat. So, lieber Chat, dann gibt's jetzt die Gesamtpunktzahl an der Stelle. Ja, Brücki hat 3 Punkte, Dr. Freud hat 2, Dadosh 1, Mango 4, Ingel Akari hat 9, Defona hat 5, Igno 7 und Lord Bashmore 6. Mango verschiebt seine Cam. Mango, du verschiebst deine Cam für mich? Ja, natürlich. Oh, du bist ja ein Schatz, bist du ja, ey. Ah, das ist doch, bei Pizmeet ist das selbstverständlich, dass man sowas macht. Das ist ja 10 von 10, nice. Jetzt meine Leute, also alle, die mir zugucken, sehen mich das erste Mal andersrum gespiegelt. Das ist auch eine absolute Premiere. Jetzt siehst du auch ganz komisch aus, weil du... Ja, ich weiß. Ja, bist du denn zufrieden? 5. Platz? 4 Punkte, das sind mehr, als ich dachte, dass ich in allen 4 Spielen kriege. Okay. Ja, mehr als Brücki und Dr. Freud und Dadosh auf jeden Fall. Ach, richtig. Also komplette YouTube-Konkurrenz schon mal outclassed hier. Ja, sehr gut. Okay, wir starten gleich mit Runde 2. Ja, macht ihr also bereit? Mhm. Und alles für den CEO, ja. So sieht's aus. Jetzt die Cam perfekt, wa? Jetzt können wir doch einfach bleiben. So, du kommst wieder weg. Das war Runde 1 von 4. War auf jeden Fall interessant. Die anderen Zuschauer werden jetzt ihren PC umdrehen. Ja. Wer ist eigentlich der Favorit? Also nach Runde 1 definitiv Aki, ja, mit 9 Punkten, 74 Leben. Der hat aber auch, glaube ich, richtig Lack beim Rollen. Und Spatula war auch ziemlich, ziemlich gut. Brücke hat sau viel Pech, finde ich. Er hat Hyperroll gemacht und hat in seinem ganzen Gold, das er verballert hat, nicht einmal eine Xayah bekommen. Das halt... Uff, traurig war das. Dann gehen wir ganz kurz zu Paul. Paul, du bist offline? Ja, nur eine Sekunde, weil die Bildschirmübertragung weggegangen ist. Ah, okay. Also ich bin sofort wieder da. Alle Klärchen. Dann wissen wir da Bescheid. Die machen da kurz ihr Ding. Paul hat Ratchet, ja. Mango ist wieder unten. Ja, nee, Mango ist nur unten rechts in der großen Kamera. Wir warten ganz kurz auf Dr. Freud, dann gehen wir in die Runde 2. Wie findet ihr das denn bisher? Ja, gib mal so ein, ich mach mal eine kurze Abstimmung, solange. So, einfach mal, damit man. Wenn man mal so was hat, so als Testballon, ne? Währenddessen beiße ich einmal kurz in meine geile Pizza von meinen Konkubinen fertig gemacht. Nice. Okay, einer sagt schlecht. Mehr Love für Brücki, den Loser. Ey, ich bin für Brücki. Ja, definitiv. Bin hart dabei. Hi, Edo wäre spannender. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall nochmal als Feedback mit. Machen wir auf jeden Fall am Ende. Ich jag's mir jetzt ein. Okay, viel Spaß dabei. Wir wollen mal ganz kurz Paul. Paul, du startest einfach mit der nächsten Runde, wenn du ready bist, ja? Alles klar. Gut. Dann warten wir einfach kurz da drauf. Die zwei sind Hater, ja. Ist schwierig, ist eben nichts für jeden, da wollen Leuten wohl die Action fehlt. Ja, definitiv, aber vielleicht kann man auch noch andere Turniere machen, Fortnite zum Beispiel. War ein Spaß. Ja, bevor wir jetzt alle noch Riot gehen. Da geht's los, Match Found, Next Round. Und die Gurke ändert jetzt hoffentlich gleich ihren Sitzplatz. 80% ist besser als 79%, das stimmt. So, da geht's ab in den Ladebildschirm. Bei Dr. Freud ist Olli wieder mit am Start. Mango ist jetzt gespiegelt. Ehre geht raus an die Gurke. Definitiv geht Ehre raus an die Gurke, dass er das einfach gemacht hat. Finde ich nice. Ganz ehrlich, Fortnite-Turnier würde ich mir gönnen. Ja, es ist echt Ehrengurke. So, Round 1.
Dann gucken wir mal. Wer schnappt sich was? Wir bleiben bei Mango. Das ist ein Source. Gib ihm. Moment. Gib ihm einen Kuss bei Facecam. Einfach mal. Komm, gib her das Vieh. Ey, das war meins. Das war auch. Nö. Jetzt haben wir wieder eine dumme Fiora. Ich will keine Fiora. Oder wir können auch Sniper gehen. Hey, ich hab ja die Zoe. Ich hab ja die Zoe. Achso. Sorry. Oh, das ist schon wieder doof, ey. Klassiker, Alter. Kompletter Klassiker. Junge, das macht ja sogar hier zu viel Schaden. Was soll das denn? Das macht doch schon im Game zu viel Schaden. Irgendwo reicht's doch. Sexuelle Belästigung. Nee, ich glaube, das ist noch in Ordnung. Das ist doch alles im Rahmen. Und eine Ahri? Das sind doch auch Sorcerer. Du bist Darkstar. Okay, aber das ist doch auch Sorcerer. Okay. Das ist sogar beide Star Guardian Sorcerer. Willst du mich trollen? Das ist ja endgeil. Ja, Mango versteht das Spiel gerade. Finden wir gut. Finden wir gut. Gucken wir direkt mal bei Brücki rein. Im Turnier hier. Super Weibel. Aber? Ich möchte mich gerne ausprobieren. Ach so. Mango hat gar keinen Plan, ne. Der ist echt komplett lost. Aber hey, ne? Zumindest Vierter oder so ist er geworden. Oh mein Gott. Irgendwie gehen so alle Optionen voll klar, ne? Also ich kann hier alles machen, was ich möchte. Das schreit nach Blaster. Blaster, das schreit nach Blade Master. Nur du schreist nach überhaupt nichts. Ganz kurz, sag davor, dass du mal kurz aufhören, wurde mir gerade geschrieben. Ich glaube, ich möchte, oder? Möchte ich? Ja, ich möchte. Okay, gib Blaster Brawler. Geil. Hast du mal Zeit für ein Stück Pizza? Ich lieg mich fest, Leute. Auch wenn Träne mega. Ist Träne mega bad? Ja. Nee, ne? Aber. Ne, Annie noch? Träne ist ja, jetzt nicht wird jetzt behalten, wenn der Blaster Brawler gehen wird. Ich gehe stark davon aus, dass er wahrscheinlich. Wir machen Brawler Blaster eine Runde, okay? Ja, macht er 4. Und die Träne können wir Astral geben. Und mein Itemholder wird wahrscheinlich Lucian sein. Das heißt, wir können ihm Attack Speed schon geben. Ja. Und streng genommen kann ich ja die Illaoi auch zu einem Itemholder machen. If I want to. Weil du dann Gnar dafür haben Also entweder möchtest. Illaoi oder Malphite. Malphite ist aber mehr Tankiness als eine Illaoi. Also würde ich wahrscheinlich Illaoi zu einem Itemholder machen. Ah, wobei. Schwierig das, ne? Sieht gut auf, wenn wir jetzt gerade am Anfang. Die Rüstung brauche ich vielleicht schon relativ früh, wenn ich hier gleich Leben bekomme in dem Karussell. Let's see. Bin gespannt. Gucken wir mal ganz kurz bei Aki rein. Ja, der war ja gerade stark am Stissel. Was er sich denkt. Ja, das ist halt das, was ich gerade am Anfang dachte. So, ja, okay, ich habe Vanguards. Ich habe hier zumindest schon mal einen Bot. Aber dafür fehlen mir halt noch ein paar Items. Also muss ich gucken, ob ich das wirklich mache. Rein theoretisch könnte ich auch jetzt schon Kackendreist eigentlich auf 8 gehen. Ich könnte auf 8 gehen? Also die E mitnehmen. Mhm. Damit ich das wirklich. Ja, komm, wir versuchen's. Why not? Let's try. Cybernetic, Vanguard und Darkstar spielt er aktuell. Aber seine Cybernetics haben nicht alle. Dings. Der ist Platin. Platin 3, glaube ich. Oder 2. Irgendwie so. Okay. Mal dazu. Gucken wir ganz kurz bei Deformer rein. Erstmal schon Gengi. Gegen Aki. Die Gegenperspektive quasi. Vanguard tankt das einfach weg hier. Guardians, ne? Lass meine Caitlyn mit gleich ulten. Ja, aber ich glaube, er wird es nicht machen. Das überleben. Er wird es nicht machen. Er wird verlieren. Ja, er wird verlieren gegen Aki. Oder? Ja. Alter. Ärgerlich. Wir lassen Platin-Spieler gegen Mango antreten, okay. Ja.
gut. Das ist der Blaster. Und ich glaube, wenn ich alles täusche. Er fühlt es richtig, ja. Er fühlt es halt wirklich, ne? Er fühlt es. So, Lord Bashmore. Der Einzige, der noch auf der falschen Seite sitzt. Mit der Facecam. Und dem Reichsmikrofon. Wobei, sein Mikro sieht halt voll professionell aus. Muss man ganz ehrlich sagen. Aber so, als wenn er mir ein Radio machen würde von 1945. Ah, da ist schon der Ari Level 2. Der ist belastend. Don't give me the... Geht halt leider wahrscheinlich dasselbe wie ich. Küsse seine Augen. Ah, so. What the fuck. Ihr seht das Mikro nicht. Ach ja, stimmt. Ihr seht das Mund. Mund. Extremst belastend. Da. So. Jetzt könnt ihr das Mikro sehen. Ist genau dann da auf der anderen Seite von seinem Gesicht. Ich kann eben auch so. Bin ich schon wieder so dermaßen hinten dran? Ja, das wird schon. Scheiße, ich hab gar nicht mehr aufs Spiel geguckt. Wo sind wir? Bröki hat gerade verloren. Wir gehen auf jeden Fall hier nochmal ganz kurz raus und gucken uns tatsächlich mal kurz die Freuds an. Was sagen die? Die sagen Mucke. Aber die sagen nichts. Paul ist mega super so. Von Paul ist einfach pixelig, ansonsten gut. Ja, weil ich seine kleine Vorschau nehmen musste, damit das hier funktioniert. Aber das, yeah. ihr seht Paul, er bewegt sich. Ich lese das ja, einzige, wie beim letzten Mal. So, ich sehe schon, du gehst auf Vanguard und Darkstar gerade. Alter Vater, ey. Ja, das habe ich gerade. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Ich könnte halt mal auch noch auf Mech gehen, so. Was ja auch immer ja. Nicht so schlecht ist. Micha hat jetzt wieder Bock aufs Game. Ja, das passiert, Micha. Ich muss mir kurz angucken. Patriox, dankeschön. Endlich 18. Ja, geil. Oh ja, ja, mit der Facecam rumspielen geht auf jeden Fall immer klar. Ja, Paul, schau mal durch, auf was die anderen so gehen und nimm die Comp, die nicht contested wird, sagt Paul. Ja, genau. Ja, das stimmt. Perfekt. Also hier ist schon mal Darkstar auf jeden Fall groß dabei. Ja, das werden alle spielen, wenn das die Comp ist. Hier ist Blaster Rebel. Igno spielt auch Blaster Rebel. Ich bin mir noch nicht so sicher. Moment. Freut's, kurz leiser, Igno, da, bisse. Aber... Kam ja, der, er spielt nicht Blaster. War's nicht Ignu? Blitz. Dann ist super. Nee, das war nicht Ignu. Wer hatte gerade Blaster Rebel noch gespielt? Okay. Weiß noch nicht so richtig, was ich haben möchte. Ich hab irgendwie alles so ein bisschen. War doch Brücki, wa? Okay. Ich dachte, mit Brücki geht noch jemand auf Blaster Brawler. Aber aktuell nicht. Ich glaube, Bashmore auf jeden Fall schon auf 44 HP runter. Ist schon bitter. Und die snackt sich richtig so, da durch gerade. Da muss ich ja sagen, das sieht dann nach einer Comp aus, wo ich gewinnen kann sogar. Ja. Aber meinst du, wenn Brücke sich kann, kann auch noch können, ne? Kann gut sein. Oh. Da wird ich glaube, die Mana wird irgendwie gebufft oder so, ne? Er schmatzt sich einen rein, ja. Ah ja. So, Mathe-Mann. Was hab ich gesagt? Lord Bashmore? Hab ich 44 gesagt? Boah, ich hab mir jetzt drei mega große Sushi-Rollen reingehauen. Hab ich 44 gesagt, hoppala. Jetzt sind noch 20 davon über. Jetzt sind noch 34 noch, ja. Wie schön ist denn mein Leben? Auf jeden Fall oben mit dabei diesmal. Wir haben jetzt Blitzcrank am Schlüssel, ja? Ja. Kannst du für Chrono gehen, aber nicht in der Runde. Aber gleich mal bleibst du mit Blitzcrank rein. Das gewinnt auch, glaube ich, auch einige Runden hier. Zisch, zisch, ja, die Ebenenspinne. Okay, da holt er sich auf jeden Fall. Was sagt denn die Gurke nochmal? Worauf geht die diesmal? Stargard, den Protector Sorcerer. Ja. Genau wie Karma auch. Oh ja, da ist Paul. Haben wir da falsches Fenster? Speise da ist verteilt. Das. Wie ist es, Paul? Läuft? Vanguard Darkstar? Nee, ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Ich bin noch super unentschlossen. Also deine Bank ist schon hart voll?
meine Bank ist super voll, ja. Und ich streite mich auch noch mit dem Chat. Wenn ich jetzt einen Fist bekommen würde, da wäre ich natürlich, wäre ich bei Mech am Start. Würde sofort darauf eingehen, aber... Na, Fister, du hast so 5% Epic-Chance, wa? Ja, ja, ich weiß. Ja, aber gerollt wird bei dir auch noch nicht. 3-1. Nee, nee, ich guck noch, ich guck noch. Ja, ich meine, diesmal ist auch ausgeglichen. Lord Bashmore ist zwar mit 60 Punkten hinten, aber wieder du vorletzter mit 80 ist halt echt noch okay. Ja, finde ich auch okay. Ich glaube, ich warte mal und guck mal, ob ich im nächsten Karussell richtig reinziehen kann. Sind wir gespannt. Wir verlassen euch noch mal kurz. Und gehen jetzt zur Gurke. Da ist die Gurke. Ich hatte ultra viel Luck im Early Game. Aber ja, ich habe keine halt, Ahnung, was ich tue. Du gehst auf Star Guardian, Sorcerer, Protector. Ja, das ist angeblich gut. Ja, ist auf jeden Fall... Oh, machst du. Ja, ja, mach. Ari ist jetzt mein Carry. Ari ist Carry. Okay, ansonsten kann ich noch empfehlen Syndra mit Blue Buff. Mit Blue Buff, okay. Ja. Ich versuch's. Also Doppelträne braucht ihr dann. Okay. Shit, ich habe natürlich gerade eine aufgebraucht. Das ist super. Ja, vielleicht kriegst du noch welche. Werden wir sehen. Ja, wurde Annie gekauft? Ist ein Sorcerer steht drauf, dann nehme ich die mit. Und, jetzt Level 2 Aria gibt ja keinen Sinn. Es ist, hat man so oft Level 3 Einheiten in diesem Game eigentlich nicht wirklich, wa? Also Einheiten, die bis 3 Gold kosten, kriegst du, finde ich, relativ konstant auf Level 3. Drei Sterne meine ich, sorry. Ja, ja, also meine ich auch. Also Einheiten, die bis 3 Gold kosten, kriegst du relativ gut auf Tier 3. Okay, okay. Also so eine Ari Tier 3, da sehe ich dich. Da kannst du drauf setzen. Oh, Junge, der Blitzcrank-Hook. Easy. Easy Snack. Ordentlich rein. Ist das? Ich brauche jetzt aber nur ein paar Aris, Leute. Machen wir mal 3 Aris jetzt, habe ich gehört. In einer Runde, komm. Bin ich gespannt, gucken wir die nächste Runde nochmal an, ob da nochmal welche drin sind. Nee, aber nochmal noch mal schöne Annie. Okay, du bist auf jeden Fall committed. Ja, irgendwie wird das schon. Ja, das sieht gut aus. Das nehme ich erstmal so. Sehr gut. Wir gehen mal wieder. Und gönnen uns ganz kurz nochmal Brücki. Ah, der schwatzt sich immer noch einen, aber da können wir gerade nicht zugucken. Was ist denn mit Dadosh? Ich finde Dadosh immer geil mit seiner geilen klassischen Musik im Hintergrund. Er hat auf jeden Fall mehr AP, so sieht er auf jeden Fall aus, oder? 1260? Ah, nicht viel mehr. Dann, okay, pass auf, wir leveln jetzt einfach, dann haben wir das Problem nicht. Ja? Mehrfach tankt halt er mich. Ja genau, das ist halt das, was ich halt auch meine. Aber wir leveln jetzt nächste Runde. Hallo? Klingenmeister Rebel. Mach den noch weg. Weniger Damage für uns. Jawohl, mach noch einen weg. Ich glaub, der macht nicht noch einen weg. Die zwei Tanks kriegt er nicht weg. Wie spiele ich noch TFT? Okay. Ich bin Platin mittlerweile auch. Also ich wäre genau drin zum Mitspielen. So, jetzt bin ich gespannt, was er macht. Jetzt erstmal gehen wir ins Karussell. Lord Beshma und Paul dürfen als erstes. Wir brauchen das Schwert. Es gibt ja kein einziges Schwert, Alter. Willst du mich veräppeln? Es gibt kein Schwert. Dich brauchen wir. Du siehst so aus, als wenn wir dich brauchen. Du hast ein Riesenschwert, ja? Dein Riesenschwert, das sehe ich auf unserem Feld. So, wehe, das ist jetzt eine Waffe oder so. Er ist Riven. Die passt zumindest vom Klingenmeister her. Das ist die Klingenmeister Chrono, glaube ich, wa? Bin nicht ganz sicher. Wie wär's mit Peter nächstes Mal mitspielt bei TFT? Ja, wäre mega. Peter hat am Start. Riesenschwert zing, immer zing, gut, zing, ja, ne? Ding. Oh, stimmt. Da war eine richtige Entscheidung, oder was sagt ihr? So. Haha! Steht sie in der Frontline? Ja, ne? Das ist doch bestimmt auch ein Big Boss hier. Was geben wir ihr für ein Item? Why? Von oder was? Dekoran, vielen Dank für die 7 Monate. Dankeschön. Das weiß ich sehr zu schätzen. Wollen wir ganz kurz einmal jemanden in Teamspeak wegziehen? So. Welche Galaxie ist das eigentlich? Das ist eine gute Frage. Wir fragen einfach mal. Ja, macht mit mir gerade rum, oder was? Ich weiß nicht, auf welcher Seite ist er denn. Er muss auf der Seite sein, oder nicht? Ja. Der da.
Dann gib mir nochmal deinen Finger dadurch. Warte, what the fuck? Hex? Liebe deine Nase. Twitter Trove ist das. Jeder mal gibt ein Item, okay. Dankeschön. Ne, hier gibt's keine Entzündung. Oh, Xayah vielleicht gleich auf 3? Ne, das stimmt gar nicht. Er hat gar keinen im Feld stehen. Aber er geht auf jeden Fall 6er Klingenmeister. 6. Wir sollten aufleveln. Bin gespannt. Eigentlich Klingenmeister kommen wir ja immer mit Xayah dabei. Und ich glaube, Malphite brauchen wir nicht mehr, oder? So, weg mit Malphite, der irritiert mich nur. So. Wir leveln auf. Level aufgelevelt. Geh auf Level für 6er Bonis. Das ist jetzt mein Plan. Ja, Xayah hätte am besten mit Hyper Roll gespielt, bin ich halt auch der Meinung. Mach die weg! Aber mehr weg. Gegen Ignu wird das nicht schaffen. Weg. Das ist nicht mehr. Okay, egal. Mach was du willst. No chance. Hatte wieder aufs Maul. Le was? Oh, nice. Da hat er. Nochmal eine Xayah. Okay, wir haben die Neutral Round, das heißt, wir machen jetzt erstmal nichts. Fünf Sicker Items. Die tauschen? Gehen wir ganz kurz dann gucken. Was ist jetzt mittlerweile bei Brücke am Start? Oder schmatzt er sich immer noch einen ab? Vierer Blaster hat er schon stehen. Mit Kog'Maw, Lucian, Ezreal und Graves. Illaoi, Malphite und Blitzcrank sind dementsprechend dann. Holy shit. Okay, wir haben sehr viele Items bekommen. Von denen ich genau keins brauchen kann. Also ich brauche nicht nochmal Red Buff, ich brauche nicht nochmal das Ding. Und Tränen sind eigentlich auch immer von Haus aus eher schwierig. Ja, was machst du? Wisst ihr was? Weil ich gerade verloren habe, möchte ich jetzt gerne dafür sorgen, dass das nicht nochmal vorkommt. Blitzcrank 2. Aber wird er jetzt Jinx kriegen? Kommt mal auch 2. Oh, belastend, ey. Okay. Da ist eine Wild, die nehmen wir. Und ein Gnar. Super. Na, hat er auch noch mit dabei. Krass. Die Frage ist jetzt, der hat einen Mana-Pool von 80 nur. Oder können wir tatsächlich einen Blue-Buff reinhauen, ne? Echt? Ist er mit Blue-Buff? Also klar, kann man machen. Denke ich mir. Aber du hast doch kein Sperrt. Shoujin ist also raus. Haben wir denn einen 9er Charakter, der interessant wäre? Da ist Jinx. Ich kann schon den 9er, glaube ich, erreichen. Da ist Jinx! Denke ich mir jetzt so. Ganz wichtig. Okay, er kriegt Blue Buff. Let's see. Also. Und? Das sind eigentlich. Das sind alles keine Jinx-Items, ne? Wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, sind alles keine Jinx-Items. Sind keine Jinx-Items, definitiv nicht. Letzter Atemzug vielleicht noch auf definitiv, aber der Rest. Uff, schwierig. Red Buff, Ezreal? Nee, auch Jinx, okay. Und? Ich hab gar nicht reingetan, ne? Und Wein nicht. I'm just that smart. Aber die Jinx ballert auf jeden Fall schon und durch die hohen Textbild. Oh, okay, macht aber trotzdem die 6. Box gar nichts. Ich finde Red Buff tatsächlich auf Jinx nicht so geil, weil sie halt per se von sich aus super viel Damage macht und deswegen so ein Item, irgendwas mit einem BF-Sword viel besser ist. Okay, wir schielen so ein bisschen auf Stufe 9. Aber bevor wir auf irgendwas schielen, setzen wir erstmal eine Gnar rein und die Vi setze ich, glaube ich, noch nicht rein sogar. Ich tausche den Blitzwing mal mit dem Kog'Maw hier so ein bisschen aus. Okay, damit hat er zumindest eine Kombi voll. Bin ich sehr gespannt drauf. Eine gucken wir auf jeden Fall noch zu. Bei Brücki. Bin gespannt. Er ist Erster, aber ich weiß nicht, ob er mit Brawler Blaster durchziehen kann. Ist super, oder? Stark kriege auf irgendeinem Battlecast? Ist das sau stark? Oder ist Jinx auf jeden Fall, wenn sie einmal halt richtig ballert, dann ist halt nice, wa? Und Double Crit könnte ich auch noch geben. Aber ich würde erstmal warten. Ne, da warten wir erstmal mit. Wir wollen Infinity Edge noch haben auf Jinx. Ja. If possible. Kein Kommentar. Ich habe ja zum Glück auch nicht am Kommentar gefragt, ne? Das macht die Sache sehr einfach für euch, Chat.
Bisschen salzig. Ja. Das Karussell bleiben wir noch kurz hier. Ja. Ist mir eigentlich egal. To be honest. AD ist wieder nicht drin. Also ich habe, glaube ich, jetzt nicht einmal AD bekommen. In den ganzen, in all den Karussells nicht. Was nimmt er sich dann? Shaco? Vielleicht eine QSS für Jinx? Mit der Magic Zest hier? Oh, ja, sieht das noch was aus, was hübsch ist? Oder? Ja, ne? Ja, die Brücke ist immer so. Ich bereite schon mal einen zweiten Estrel vor. Macht doch Sinn. Machst du jetzt QSS wirklich auf Jinx? Bin gespannt. Aber vielleicht haben wir den Blue Buff besser später. Wir haben einen Rebel-Slot noch offen, ne? Und Aurelion Zoll ist eigentlich ein Rebel-User. Also ein Blue Buff-User. Wenn wir eher auf Stufe 9 schielen, dann ist das wahrscheinlich eine machbare Situation. Können aber auch Double Crit einfach für Aurelion Zoll geben. Jetzt die Frage, ob er Paros machen wird in der Runde. Mal gucken, wir kriegen ja gleich nochmal Items vielleicht. Da ist die erst schon mal weg. Das tut weh. Ah, oh, da macht er nix. Aber ich habe eigentlich, ich habe alles schon gehittet. Paul ist raus. Ich habe ein gutes Gefühl für die Runde. Ich habe legit alles einmal gehittet jetzt. Paul ist raus. Die Gurk hat Ari auf 3. Auf Level 9 gehen noch. Geil, wir haben wieder gewonnen. Okay. 6 Source haben wir nicht, aber ich kann jetzt nicht Jarvan rausnehmen. Okay, damit ist Paul raus. Der Protector Darksmore. Dr. Freud kriegt ein Pünktchen. Wo ist mein zweiter Protector eigentlich? Wir gehen dann ganz gut zu Paul und gucken uns aber das hier weiter an. Ist einfach nur da. Leider schon draußen, was ist da los? Ja, ich weiß auch nicht. Oh, leveln. Bin sehr frustriert, ich habe keinen Würfel. Leveln wir zweimal weiter? Geht mir nicht gut. Dann stellen wir den TF rein. Sehr frustriert, okay. Jetzt tut mir sehr leid. Nämlich 6. Brücke auf jeden Fall gerade stark in der Runde. Nico Front. Ja. Okay, Leute, wir brauchen jetzt die Kraft. Wir brauchen jetzt einfach die Kraft. So. Dann lasse ich nur mal alleine. Und wir gehen zu Gurke. Wir brauchen Carry. Dreier Ari hast du jetzt, wa? Ja. Und die carryt mich gerade so hart. Wow. Okay, krass, ich gewinne wieder. Schön. War nice. Es gibt nochmal gleich schön 5 Items. Das ist schon stark. Also, ich kann meine Stärke überhaupt nicht einschätzen. Null einfach. Mein Harem ist gerade wieder hier im Raum. Consuela. Ist am Start. Ja. Ja, Tipps werden von meiner Seite aus nicht gegeben. Das war schon ist vollkommen Tipp, in Ordnung. Tipp genug, dass ich dir vorhin gesagt habe, wie man Syndra spielen kann. Das machen wir nicht mehr. Ja, nee, alles gut. Also ich hoffe einfach, dass ich jetzt die richtigen Dinger vorgeschlagen bekomme. Da will ich noch irgendwie ein paar geilere Units. Alter, was sind das denn alles für Items hier? Was kann so, Moment. Was ist das? Titans Resolve? Keine Ahnung. Ich habe halt nur AP-Leute und jetzt habe ich über AD-Items gekriegt. Was so gibt's hier jetzt? Trunk, oder? Manias auf jeden Fall. Gehst du noch auf Level 9? Ich hab keine Ahnung. Ist Level 9 krass? Tja, keine Ahnung. Ist einfach eine Frage, die ich dir stelle, ja? Ich kann dir nichts dazu sagen. Dein Chat wird dir das bestimmt beantworten können. Oh, mein Chat Aria ist tatsächlich ultra hilfreich, muss ich zugeben. Alter, was ist das denn? Das ist Janna, oder? Alter, boah, tschüss! Boah, Junge. Uff. Ja, wie gesagt, Chat, wenn ihr irgendwelche Tipps geben wollt, könnt ihr zu den einzelnen Leuten in den Chat geben und denen da das schreiben. Ich werde es aber nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. Mango 2020. Oh, nicht schlecht. Nur belass dich mal wieder alleine. Du siehst gerade sehr beschäftigt aus. Ja, okay. Schon. Du bist ja jetzt nicht Hextech. Hier irgendwie. Oh Gott, Genius auf Ari? Nico? Geist, ich bin ein bisschen... Wir gehen nicht auf Level 9, habe ich jetzt beschlossen. Du bist Protector. Kauft man dich dann? Riven rein? Soraka meint ihr. Aki ist doch mal Erster, stimmt. Wie soll ich denn jetzt Soraka reinmachen?
Die ist doch Star Guardian. Gucken wir uns sofort an. Oh no, das hat die Ari getroffen. Das wird wieder Game, Leute. Das ist wieder Game. Uff. Was ist das denn, Timo? Gucken wir uns aber ganz kurz hier an. Worauf ist er mittlerweile gegangen? Er geht wieder Sniper. Genau, das habe ich auch gerade. Ich bin nur alle Items nochmal reingegangen. Das sage ich ja. Ich habe viel zu wenig halt gespielt, um die ganzen Items im Kopf zu haben. Vor allem die Spatula-Items. So, das muss ich halt immer erstmal checken. Kann ich jetzt erstmal stayen? Rein theoretisch könnte ich das. Muss auf jeden Fall. Der bleibt da stehen. Ja, da werden für die Einheiten einfach aus dem Pool rausgekauft. Ich finde den letzten Gin einfach nicht. So schade. Haben wir noch keinen Gin? Ja, mein Shroud Press Perfect, wer auch immer das ist. Wer ist? Jawohl, da wird richtig abgehustet. Ja, aber gewinnt er trotzdem. Gewinnt er trotzdem. Können wir mal bei Brücki nochmal rein? Paul, das ist ziemlich Lassaras. Stark. What did I just witness? Das war irgendwie so die Jinx, glaube ich, zu nah ran und wird von der Kugel sofort getroffen. Glaube ich jetzt. Vielen, vielen Dank, Basavir, auch für die ganzen Subs, die reinkommen. Da sind unendlich viele. Ich glaube, ich gehe nochmal für Zettelrot, oder? Also wirklich unendlich viele. Ist mein Damage schon ausreichend? Zuroz, Lord Johnny, Hetzmodias, Minios, Axe, Zerosa, Delusus. Vielen, vielen Dank an alle da draußen, ja. Leute. Richtig, richtig krass. Kein Scheiß jetzt. Mein Favorit Aki scheint auf jeden Fall aktuell richtig krass zu sein. Mango ist natürlich Sieger der Herzen für mich auch. Bin selbst sehr gespannt, ob Brücki da jetzt mit seiner Brawler Blaster Chrono kommt, nochmal irgendwas reißen kann. Und er geht auf 9. Jetzt brauche ich quasi nur noch Aurelion Sol, ne? Jetzt brauchst du nur noch Aurelion Sol, ja. Da haben wir nochmal einen Ezreal. Da ist Aurelion. Also doch, die Sau. Schönes Ding, Harry. Schönes Ding, Harry. Und jetzt noch schnell Aurelion. So, jetzt muss ich noch irgendwie gucken, ob ich die Items reinkriege, bevor ich sofort losgeht. So, jetzt mach mich stolz. Drache. Drache, er fucking Wache. Alter Junge. Zum Beispiel so. Uff, nehm ich. Da ballert er jetzt richtig, wa? Ich nur 2 HP noch. Mango muss echt nur an das Herz der Gurken glauben, ja. Ich glaube, eine Dreier brauche ich nicht versuchen, eine Dreierwahl. Ja, vielleicht sind 2 Aurelion voll. Der ist halt schon stark, wa? Hier mache ich Platz, ne? Lass uns so stellen. Aber ich muss da ganz kurz zu Brücki. Dann kriegt die Jinx Aggro im besten. Ich muss da ganz kurz was fragen, ja? Ja, frag mal. Dann Aurelion, ja? Warum hast du dem das Schwert gegeben? Pockt das auf dem? Ja, Fähigkeiten und normale Angriffe. Oh, Fähigkeiten? 20%. Oh, ja, okay. Dann, Entschuldigung, das habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, ist mir gut. Okay, dann wissen wir Bescheid. Bin gespannt, ob du jetzt mit der Comp dann noch gewinnen kannst. Aki ist natürlich wieder stark. Ja, oder? Der macht ja das Gleiche, ne? Der ist natürlich. Ich weiß nicht, ob überhaupt was besiegen kann, wenn er so spät im Game ist. Ja, gute Frage. Okay, du, dann wirst du Bescheid. Dankeschön. Jupp. Also, lernen wir auch noch was. Oh Gott, Alter. Yo, da und tschüss. Die anderen reicht's, Leute, ne? Also, die anderen haben wir sicher. Bam. Ich hab den Magic Sys offen. Alter, guck dir die HP an da unten. 9, 2, 2. Bram ist mir zu leise. Für 60 Wodka ist damit auf 2 Punkte. Das wird schon. Oh, nice. Wie kann man denn so lucky sein? Aurelion Sol Level 2, okay. Das ist einfach nur geil. Ja, da bleiben wir jetzt auf jeden Fall ganz kurz dabei. Das will ich sehen. Fucking gut, ey. Nehmen wir. Ja, der Roll ist halt echt krass, wa? Wie gebe ich jetzt Magic Assist? Wait, da ist ja nochmal Blue Buff. Ja. Die Itemization ist ja auch wieder perfekt, oder was? Leute, soll ich Jinx neu machen? Kein Witz jetzt. Ich kann Jinx Magic Assist geben und Jinx neu machen.
Oder was? Arcanas ist auch noch eins, sehe ich. Den sollten wir auch mal upgraden noch. Okay, Riot, hörst du mir zu? Alter. Ich hab doch keine zweimal Jinx. Die Rolls gerade sind ja einfach der Shit. Jinx. Keine Jinx? Dann nicht. Ich überlege gerade, die neu zu machen. Und damit Magic Resists, wisst ihr? Ich würde den Fight noch gerne mal abwarten. Gebe ich jetzt Estriel? Dadosh? Gebe ich Estriel Rabadons? Oder sage ich, okay, fuck it. Und ich gebe vielleicht Blitzstrength Rabadons sogar. Alter, der Aurelion ist ja komplett pervers. Komplett pervers ist der. Habt ihr schon mal Riven 3 gesehen? Ja, ich nehme mich schon jetzt. Dadosh fickt halt rein. Wie Dadosh einfach drin geblieben ist. Oh Mann, aber auch die ist doch machbar, oder nicht? Auch die ist machbar. Die Fluppe. Nee, pass auf. Wir machen Jinx 3. Nicht Jinx 3. Wir machen Jinx 2. Neu. That's it. Und wir müssen darauf achten, dass wir jetzt hier Leute treffen, die wir treffen wollen. Das heißt für mich, dass ich jetzt gegen Aki da so aufstelle. Und das is it. Die anderen sollten nicht so scary sein. Und im Best Case macht Aki die anderen nämlich weg. So. Wir ulten unsere Gnas gegenseitig. Und ich glaube, wenn wir unsere Gnas gegenseitig ulten, ist das besser für mich. Boah, da bin ich gespannt. Jo, den fickt er komplett aus dem Leben. Aber hallo. Leck mich am Arsch, so ein Ding, Alter, ist das. Genau so ein Ding ist das. Da muss ich ein bisschen lauter werden, Leute. Weil das ist wirklich nice. Den haben wir doch am Sack jetzt. Igno ist auch jetzt raus. Jetzt muss nur noch... Vierter. Pass auf, folgender Masterplan. Aki zerstört jetzt Dadosh. Und ich sitze einfach nur hier, hau mir mein Sushi weg und hol mir am Ende den Freebin gegen Aki. Hä? How about this? Gucken wir mal. Wir brauchen... Okay, wir müssen uns weg und weg, weil wir haben ein hohes Level. Ich glaube, das nützt nichts. Wir brauchen Lulu, glaube ich. Lulu wäre, glaube ich, am wichtigsten jetzt, oder? Also, sie und... Oh, wir haben hier noch ein Item. Okay, pass auf. Ich glaube, ich muss suchen, weil wenn wir gegen Aki antreten, dann ist eh alles vorbei. Da ist Aki. Wir brauchen halt Lulu. Macht denn? Oh, wir kämpfen gegen Aki. Oh, ich glaube, das war RIP. Er macht Aki komplett. Er fickt ihn einfach anal, Junge! Moment! The fuck? Hast du das gesehen? Lulu! Nein! Wen brauchen wir? I don't know. Das Item? I guess? Ich sehe nicht, ob irgendwas war. Ich nehme dich, weil du da hingelaufen bist. Okay, du bist da nicht hingelaufen. Ich habe bestimmt irgendjemanden übersehen, den ich brauche, oder? Lol, Alter. Egal, haben wir eh gerade verkauft. Schadensanzeige der... Le was, sag ich da nur. Le was, das ist ja der komplette Overshit. Was bist du denn? Du bist weg. Okay. Wen geben wir das? Wer ist denn nach Damage Dealer? Irelia haben wir schon stacked. Master Yi. Alright. Ja, wo ist echt Leonathan, wenn man ihn braucht? Wir brauchen Alter. Irelia. Okay, Irelia oder Lulu? Irelia? Oh. Als wenn er noch Irelia 3 kriegt! Irelia noch? Irelia oder Lulu? Okay. Please, lass doch nicht vorbei! Ich will doch nicht rausfliegen! Mach jetzt nochmal. Oh, das sieht aber nicht mehr so eindeutig aus. Vielleicht doch. Es sieht doch... Okay. Wir komplett die Leute zerstört! Brücki ist raus, Brücki ist Dritter. 6 Punkte. One on one! Kriegt der jetzt Irelia? Come on! Lulu oder Riven? Ne, Moment, wie heißt sie? Irelia. Goddammit! Scam! Wann on wann, ja. So sieht's aus. Na! Ah. Nicht den Tag vor dem Abend loben, Leute! Wer weiß, was er noch aus dem Angeln hier, aus dem Hut sieht. Der Set vorne vielleicht stehen? Sogar eine Angel, wer weiß. Schnetzelt sie weg! Alter, da bin ich mir nicht so sicher, ob er die macht. Von wegen! Das sieht nicht so eindeutig aus, Leute. Oh.
Nee. Dann wieder verlieren. Das sieht nicht so eindeutig aus. Du hast schon gewonnen! Du hast schon gewonnen! Und da gewinnt Aki am Ende dann doch noch. Sag ich Scheiße, ich hab wieder nicht aufs Leben geachtet. Nein. Fuck, lieber Chat, müsste man nochmal sagen. Ich war so into the game. GG. Dadosch Zweiter und Aki nochmal Erster. 20 waren's, wa? Ja, okay. Krass. GG. Krass. Nochmal Erster geworden. Boah. Das war um einiges spannender, noch mal oben drauf. Man merkt so wahrscheinlich an meiner Stimme. Ich musste die ganze Zeit den Schwarz ausweichen von Bröki. Der wollte die ganze Zeit mein Timo haben. Ja, Gratulation auf jeden Fall. Dann hast du 18 Punkte und bist damit aktuell führender bei Halbzeit. Jo, nice. Danke dir. So, gehen wir mal zu Dados. Dados, Zwoder! Ja! Ha? Hat was, niemand gedacht, wa? Was sagt man dazu? Das ist doch stark, oder? Ja, der Stun auf Riven am Ende war unlucky. Ansonsten ja. Hätte ich... Leider hast du Irelia auch 3 nicht mehr bekommen. Ja, true. Und Lulu 2. Aber ich muss sagen, gegen so einen Hardcore-Smurf, wie hier Aki unterwegs ist, kein Problem. Ja? Also da sehe ich uns. Gegen den Challenger, das ist okay. Zweiter ist okay. Eine Frage habe ich ja noch. Warum hast du Zed eigentlich die ganze Zeit vorne stehen gehabt? Der kann auch in die Backline springen. Das wurde mir so gesagt. Und ich höre auf meine Zuschauer. Ja, weil klar. Die sind. Hey, du bist Zweiter geworden, ja, warum sollst du nicht? Ja? Ja, insgesamt bist du damit aktuell, was bist du denn? Vierter? Fünfter? Oh, ist okay, ist okay. Ich mache mich ja gerade warm. Ne? Was zwei Matches haben wir ja noch. Zwei gibt's auf jeden Fall noch, ja. Ja, ich bin gespannt. Dann gehen wir kurz noch zum Dritten, zu Brücki. Brücki, Dritter. Dritter, sagst du? Ja. Ich sehe Vierter, wenn ich jetzt nicht schlecht in Mathe bin. Du bist Vierter, wenn du schlecht in Mathe bist. Echt? Ist Brücki Vierter? Tatsächlich. Oder? Ach, Aki ist über mir, Igno ist über mir und Bashmore ist über mir, oder nicht? Lord Bashmore ist bis Fünfter. Ach so. Auf deiner Liste, ja. War das falsch? Lieber Chat, korrigiert mich. Ach so, du meinst nicht die Gesamtwertung, du meinst das einzelne Spiel, ja? Ja, ich meinte jetzt das einzelne Spiel, ach Entschuldigung. So. Ja, damit ich mich verlesen. Ja, ja, okay, ich war Dritter, richtig. Ja, genau. Zufrieden, nicht zufrieden? War okay. Hätte besser sein können, ne? Aber diese Late-Game-Kombo da von Aki, die ist echt krass. Da komme ich dran vorbei. Ja, die ist halt... Ja, vielleicht muss er selber mal auf Sniper Astro gehen. Ja, am besten gehen wir alle auf Astro Sniper. Alle vielleicht. Acht. Gleich gibt es auf jeden Fall die nächste Runde. Ich wünsche dir noch viel Erfolg. Jo, danke. Wir gehen ganz kurz mal zu Dr. Freud natürlich noch. Die sind leider als Erster rausgeflogen. 3 Gesamtpunkte. Damit seid ihr aktuell Letzter. Ja. Ja, das ist wir wärmen uns doch auf. Und damit würdet ihr aktuell den Raid bekommen. Ach, der Letzte kriegt den Raid. Der Letzte kriegt den Raid, ja. Ja, läuft. Als Trostpreis quasi. Sehr ja, aber schön. Wir holen jetzt auf. Wir holen das jetzt alles von hinten wieder. Okay. Ja, der große Fehler war, unsere Taktik ist tatsächlich so ein bisschen gegen die Meta-Comps zu gehen und das zu kontern, aber es läuft noch nicht so gut. Achso, also wollt ihr jetzt auch gleich auf was gehen dann dementsprechend? Nee, wir nicht, das ist geheim jetzt. Das Geheim. Ah, ja, stimmt. Wir gehen auf, warte, wir spielen Yordle. Ihr spielt Yordle, okay. Geil. Okay, wir lassen euch nochmal kurz in Ruhe. Gehen wir zu dir natürlich noch. Moin. Vorletzter in der Runde gewesen, leider Siebter. Ja, das lief irgendwie nicht so gut. Aber insgesamt 7 Punkte zufrieden mit dem Start oder woran hat die gelegen, ist da so die Frage. Ja, Ziel war nicht Letzter, ist ja auch mein erster Stream, also läuft bisher noch annehmbar. Ich habe mir auch extra eine Glückstasse geholt mit meinem Teamfight-Tactics-Symbol, aber hat auch nicht geholfen. Also woran hat es gelegen? Wahrscheinlich zu wenig Erfahrung im TFT. Zu wenig Erfahrung im TFT. Kannst du die Tasse noch mal kurz zeigen? Ich check die Tasse nochmal. Hier, einmal mein Symbol. Also das. Oh. Ja. Süß. Aber bisher hat es noch nichts gebracht. Aber vielleicht, wie gesagt, es sind ja noch 2 Runden. Das wird noch. Dann lass dich mal in Ruhe. Mango, ich liebe dich auch. Wie awesome ist das denn bitte? Ich hab nochmal schnell hier meine Paint-Maschine angeschmissen. Schön, oder? Das ist ja saustark. Ja, schön. Moment, ich wollte irgendwas sagen. Irgendwas zum Spielrelevantes eigentlich. Du hast mich abgelenkt. Ja, bitte. 7 Punkte hast du insgesamt. 6. bist du geworden in dem Spiel. So, das wollte ich sagen. Bist damit zufrieden?
Also ich muss sagen, mit meiner Leistung im Game davor war ich mehr zufrieden. Ich bin einfach im Late Game in TFT absolut überfordert. Okay. Keine Ahnung. Ich kannst du mir das schicken, einfach. Dann mache ich das Thumbnail morgen fürs YouTube-Video. Kriegst du? Geil, danke. Aber es ist live in OBS, also ist so. Ja, okay, doch, geschissen. Gut, sehr schön. Ach so, so ist live in OBS. Okay, du hast in OBS gemalt. Stark auf jeden Fall. Judy, wir gehen nochmal kurz weiter. Zu Igno gehen wir noch ganz kurz, lasst euch das Bild aber da. Du bist aktuell Zweiter der Gesamtwertung, zufrieden? Ja, zufrieden, aber die Runde war gerade ein bisschen blöd. Aber noch Glück gehabt, so auch. Das war ja noch am Ende ein ganz schönes Spektakel, wie wenig Probleme alle hatten. Ja, aber das war krass. Da war irgendwie 9 und dann neun, die anderen irgendwie alle 2 oder so. Ich hatte die ganze Zeit 2 Leben und dass ich dadurch nur Vierter geworden bin, war halt noch gut Luck. Aber Angel Aki macht schon gut. Ja, der auf jeden Fall. Dadurch hatte gerade ein bisschen Pech auch mit den Stunts und so. Ansonsten wäre er Erster geworden. Ja, weil der hat so gut, Alter. Der hatte so eine gute Teamkomp. Das war echt wirklich nur. Nö. Oh, naja. War stark. Judy, dann gehen wir noch ganz kurz zu Lord Bashmore. Und dann haben wir, glaube ich, alle. Du bist der Letzte. Also nicht der Letzte im Sinne der Wertung, sondern der Letzte, zu dem wir kommen. Aktuell bist du Dritter, damit der nichts kriegt, aber trotzdem weit vorne ist. Ja. Ich krieg halt am Anfang immer hart auf die Fresse, also da muss ich noch irgendwas mir überlegen. Also bin jetzt auch nicht so der Pro. Taktik wird umgestellt, ja? Wahrscheinlich nicht, läuft ja ganz okay. Vielleicht sneak ich mich noch klamm und heimlich irgendwie auf den zweiten Platz. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Okay, bin ich sehr gespannt. Ich wünsche viel Erfolg. Dankeschön. So, Paul, du darfst drücken, wenn du möchtest. Alles klar, ich drücke. Runde 3 geht damit los. Ja, das Reichsradio hatten wir gerade auch wieder gehört. Das Mikro ist echt Gold wert von dem, wa? Von Lord Bashmore, der hat echt das geilste Mikro on Earth. Was zur Hölle? Das letzte von 1945. Ja, der Spannungswand da noch zu Hause, damit das läuft. Aber ich erwarte jetzt von euch mehr. Ja, wir haben schon durchgequatscht. Unsere Taktik läuft auf jeden Fall. Jetzt sind wir da. Jordel. Ja. Jordel Shapeshifter. Jordel läuft. Wir machen Jordel Glacial. Jordel Glacial macht ja okay. Alles klar, bin ich sehr gespannt. Bin ich sehr gespannt. Ach, Olli streamt mittlerweile. Ja, Träne, yeah. Paul, Träne. Träne. Du brauchst die Träne. Ja, ist okay. Ja, ist einfach okay. Die Träne. Schnell, Träne. Jetzt hier, hol sie dir. Verpiss dich! Ich will auch die Träne. Hast du sie? Ich hab sie! Nice. Sehr schön. Alter, Junge. Easy. Easy Snack, der Easy. Gute. So. Ja, dann gucken wir mal ganz kurz bei euch zu, was jetzt die Taktik ist, ja, damit wir wissen. Wir so, stellen da einen Melfall hin und der klärt. Alles klar, sehr gut. Dann lasse ich nach der Ansage euch nochmal kurz alleine. Und wir gehen direkt nochmal ganz kurz zu Dadosh. Weil der ist ja hier gerade quasi... Einfach aufgeblüht. Out of nowhere, ne? Bam, er macht halt kein Universum diesmal. Okay, der Battle. Ich sehe da einen Pattern, Leute. Der dadurch auch immer mit dieser geilen Hintergrundmusik am Start ist. Muss man auch mal ganz ehrlich sagen, ja? Einfach schick. Moment, Star, Guardian und was ist denn das? Ist das Sternwächter, Beschützer? Ist das das? Brauchen wir die? Sind das die, die du haben willst? Soccer? No-Skiller meine ich? So, Chat. Dann könnt ihr mal schreiben, für wen seid ihr eigentlich mittlerweile? Habt ihr jetzt euch da rauskristallisiert? Sternwächter. Okay. Wer für wen ist? Achso, Sternwächter und... Achso, das ist also Star und Guardian ist das. In einem. Okay. Mango, Dadosh, Brücki, Mango, Dadosh. Ah, okay, alles klar. Team Mango. Aki wird das gewinnen. Wird wild. Kann ja sein. Das wird richtig wild. Bin hyped. Die Runde wird gut. Level 2, easy. Hier, Team Gurke, Gurke für Präsident. Das ist Star Guardian und Vanguard. Okay. Oh, ganz kurz. Fiora, weg so damit.
Gurke for the win, ja. Okay. Ein paar Leute sind auf jeden Fall für die Gurke. Was glaubt ihr denn, wer gewinnen wird? Ich brauche die Namen auf Deutsch. Das ist eine andere Frage. Darius. Kannst du einfach eine Abstimmung machen? Nee, man kann leider nur fünf. Ich kann leider nur fünf. Kosmisch und Beschützer. Ich kann leider nur fünf Stück machen. Ich krieg keine Zauberdudes. Die meisten sind für Aki aktuell. Rebell, hab ich noch. Guck mal ganz kurz, was er jetzt macht. Auf jeden Fall nicht reden, das ist immer ganz wichtig. Mit gar nichts sagen. Wunderbar. Gegen Igno gewinnt er. Ja, gewinnt wahrscheinlich auch. Ja, wobei. Ja, doch. Ich glaube schon. Glaube ich schon. Die Kate wird einen wegmachen halt. Da. Oh, danke. Danke, die Leona. Wie sie sich dazwischen geschmissen hat. So, was macht Brücki? Nein, oder? Da hat Brücki verloren. Ah. Oh, was soll das denn? Na gut. Alter, wie schön, ne? Andere, in einem anderen Game hätte ich die für sehr schön gehalten, liebe Ash. Möchte du das weiß. Komm, wir gehen Level 5 hoch, fuck it. So. Level 5 hoch, starten hier bei dem Gold. Und dann fehlt mir alles, wo drauf geht. Wir fragen ihn einfach direkt. Rookie, okay, worauf gehst du? Ich gehe auf Frontkämpfer mit Cassio. Also Vanguard Mystic heißt das. Vanguard Mystic, okay, das kenne ich. Genau. Darauf hast du dich jetzt schon festgelegt. Ich hab mich da auch schon mal früh doch festgelegt und hatte das Problem, dass ich aber dann Ewigkeiten keine Cassio hatte oder nur Level 1. Ja, da musst du halt so Itemholder und sowas einsetzen, ne? Also, ich habe jetzt gerade zwar meinen Six verkauft, deswegen kann man es zum Beispiel gut dafür nehmen. Einfach andere Einheiten, die auch die gleichen Items bedienen. Early Game. Das geht schon noch. Ja, aber jetzt gerade läuft nicht. Ja, ist auch eine komplette gemacht. Erst reinkickt. Kommt später erst online. Ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Aber deswegen, das war auch, das heißt, du gehst jetzt auch nochmal schnell 6, damit du halt die höhere Prozentzahl auf Level 3 Einheiten hast. Genau, also in dem Fall schnell 5. Ja. Dann hoffe ich, dass ich einfach früh eine Cassio hitte. Oder Jace oder so, ist auch saustark, kann auch carryen. Genau. Und dann gucke ich auch, welche die Items halt zusammenkriege. Okay. Okay, okay. Dann, sind wir da raus. Dann sind wir wieder da raus. Und gucken uns das aber ganz kurz noch an. Jace sind schon krass, wa? Moment, wofür votet ihr gerade? Das kam gerade los, Blue Buff, richtig. Absolut gut. Oh, wofür wird gerade gewollt? Chat, Votanzahl, wenn ihr voten könnt. Ihr könnt nur einmal voten. Ah, okay. Hätte ich aber in Twitch als öfter spielen sollen, Leute. Das war auch so. So, gehen wir mal ganz kurz hier runter. Lord Bashmore. Ja, mit dem geilsten Mikro on Earth. Go, 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 Morde. Mach wat. Gegen Brücki. Die alle irgendwie Tanks spielen gerade. Bin ich das sogar? Das gewinnt er, ja. Easy, würde ich sagen. Dieses Reichsmikrofon ist natürlich. Ich bin natürlich als letztes dran. Ich bräuchte mich jetzt eigentlich BF. Sind zwei da. Leider auf zwei Charts, die ich eigentlich haben wollte. Brauche ich noch? Bogen ist nicht da. Ich habe noch einen Tipp bei ihm, irgendjemand. Stark auf jeden Fall. Stark, stark. Gucken wir uns die Gurke an. Das ist doch die Astro-Camp. Jetzt hätten wir theoretisch eine Frontline. Scheiß auf Items, Guys. Scheiß auf Items. Mal ein kurzes Siegerküsschen. Ach, BF für Caitlyn, oder was? Ah, I see the point. Okay. Leveln wir jetzt? Ja. Oh, ja, 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 ja. Level 5. Dornpanzer für Naughty, Bramble West. Meint ihr das? Oder Red Buff? Red Buff oder Bramble West, Guys? Ich habe keine Ahnung. Warte, warum noch nicht Astro? Warte, Astro ist erst einer. Oh!
Oh. Oh. Ah. Okay, das scheiß Team kommt gerade. Ah. Ramble West sagt dir, alles klar. I heard you. Gegen Lord Bashmore. Oh, geil. Ein Double Knockup einfach. Das ist auch ein Level 2. Der wird ja auch ewig brauchen, um zu sterben. Aber ich habe mehr Einheiten, Guys. Ich habe viel mehr Einheiten. Und jetzt wird der dahin. Oh, piu! Einfach gesniped, Mann. Geil. Das war Pech auf jeden Fall. Dass er, also für Lord Bashmore, dass der Luschen da so einfach reingejumpt ist. Battlecast. Wieso gehe ich eigentlich auf die hier gerade? Warum kaufe ich eigentlich gerade Nocturne? Kann mir das nochmal jemand erklären? Weiß keiner mehr, ne? Gut. Gut, 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 gut. Haben wir das auch geklärt. Warte mal, wir können aber voll die geile Brawler-Comp dann mit Dingens machen. Mit. Ja, mit. Na, theoretisch. Mit Na, okay. Nerfight. Da ist auch noch ein TF. What the fuck? Warte mal, aber TF ist doch schon. Gehen wir mal kurz zu Dr. Freud. Du aus, du an. Die Prozente hier für blaue Einheiten hochkriegen, weil die brauchen wir ja dann alle. Das stimmt. Das ach, das kenne ich, so kenn ich noch, das kenne ich noch gar nicht. Was ist das? Was? Das da? Das mit den Prozenten, ja. Achso, es kommt auf dein Level an. Umso höher dein Level, umso höher steigen die Prozente, Sachen zu bekommen. Ah, also nicht mehr nur noch tatsächlich, wie viele Einheiten du platzieren kannst, sondern auch das. Das ist ja cool. Okay, dann mache ich das so. Okay. Ja, also habe ich getan. Sind wir gerade hart Kartoffel. Jace hat schön reingeklatscht, ob es reicht. Ja, dann ist Level 2 mit harten Items. Poppy, Schild draußen. Ja, aber das kriegen Poppy wir hin. Hat aufgehalten. Ja, Ult ist schon raus. Also ist easy. Okay. Da hat auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, worauf wir gehen. So. Stargardien und Vanguard? Kannst du den Blue Buff vielleicht schon bauen sogar? Dann kannst du nicht aus Versehen ein Item zerbauen, oder? Nee, nee. Dann müsste ich das ja in der Einheit geben. Rode, das war noch nicht schon immer so. Aber es, also die Anzeige gab es jedenfalls damals noch nicht. Deswegen war mir das Stargardien ist da, Ari? Jo, ich weiß nicht, die geht. Frage ist, wollen wir die fragen. Auf Level 3? Wir fragen. Ganz ehrlich, Jungs, worauf geht ihr? Stargardien, Vanguard? Nein. Wir wollen, nein? Jordel. Jordel gibt es da nicht. Klar, siehst du doch, ich bin Jordel. Hier, wir haben Poppy und wir haben hier die kleine Zoe. Ist Zoe ein Jordel? Ich kann die Qualität bei Dr. vor dem Stream leider nicht höher stellen, lieber Chat. Ich weiß nicht, was da bei euch los ist. Naja, wir mussten ja so ein bisschen umbauen, weil es bei Paul leider nicht so ganz geklappt hat. Paul ist das Item nicht. Weil wir hatten leichte technische Schwierigkeiten. Das heißt, ich hoste das und er streamt das für mich über Discord. Deswegen liegt das ein bisschen an der Discord-Übertragung, dass das nicht ganz so geil ist, aber man kann es erkennen. Okay, okay, verstehe. So, und was genau macht ihr jetzt? Stargardien, der Vanguard Sorcerer? Also geht's Stargardien. Stargardien Sorcerer, wenn ihr dann geht, oder was? Vielleicht. Ja, ja. Jetzt können wir raus mit der Sprache rücken. Ja, jetzt kommen wir raus mit der Aber Sprache. Und Jarvan wird nur gekauft, damit die anderen den nicht kriegen, oder wie? Genau. Ja. Das ist genau so sieht's aus. Okay. Jarvan ist einfach eine Kerneinheit für alle anderen. Und deswegen wegkaufen, ja. Wegkaufen. So sieht's aus. Okay. Mal Bescheid. Dann lass ich auch nochmal in Ruhe. Ja, nice. Ja. Und wir gucken übrigens Brookie. Jace 2 mit den Items sollte ziemlich damn gut sein. Ja, ja, hier, das ist eine Ult für ihn und der rockt da alle weg. Ist doch so, oder Jace? Gut, auf jeden Fall gerade hart am Start. Vanguard müsste kann nicht mal gut, also, gut laufen. Nicht die beste Ult, die der machen kann, ne? Jawohl, das ist der Stiefelkreis. Zu tanky. Zack, Darius weggestiefelt. Streamer Luck, Papalapap. Das ist alles Skill. Das hört sich Paul nicht immer sowieso auf, ich kann es euch auch nicht stellen, oder? So, aber immer noch keine Cassio. Aber Cassio ist schon sehr schüchtern, ne? Ja. Muss man schon sagen. Cassio ist gerade echt schüchtern Streamer bei dir. Streamer Skill, genau so. Und nicht anders. Bin sehr gespannt. Also wenn er da vernünftig Cassio bekommt, dann wird auch noch kein Blue Buff. Auch ganz schön beschissen. Und er braucht Blue Buff für Cassio auf jeden Fall. Mango hat auch... Eigentlich ja, oder? Gerade. Die haben so viel Damage, haben wir nicht, haben sie nicht.
Wenn die Caitlyn jetzt mit ihrer Ult den Jay sofort wegholt, habe ich ein Problem, aber sonst. Nice. Da brauche ich keine Soraka für. Smoking Area, danke für den Sub. Ja, Rapid Fire Cannon ist auch Cassio, finde ich auch definitiv wichtig. Sonst rennt die halt, die hat ja nur 420 Reichweite. Dann rennt die quasi die ganze Zeit durchs Feld und kann nichts vernünftig machen. Das ist schon alles nicht so cool dann. Also gönnt er sich nochmal Soraka. Ich nehme den Bart schon mal mit. Just in case, dass ich Cassio nicht finde. So. Geht sonst noch jemand da drauf? Trollt der mich? Frage für einen Freund? Fragen wir mal Aki. Der trollt Aki, worauf gehst du? Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Also ich überlege, ob es ein Vanguard Mystic wird, aber ich kann mir auch vorstellen, dass ein Astro Sniper wird, wenn das sich jetzt noch vernünftig bildet. Also ist schwierig. Kann ich so noch nicht sagen. Ich gucke jetzt, dass Bart und die Pirates mir ein bisschen Ressourcen geben. Und dann muss ich gucken. Okay, also noch nicht da final festgelegt. Weil dir fehlt ja auch noch die Träne. Also nicht die Träne, die Blubber, für wenn du Mystic Vanguard gehen würdest. Ja, das stimmt. Und die LFC. Weil eine Cassio, die nach vorne läuft, ist für Mast-CCs nicht gerade ideal. Ja. Da ist die Träne. Aber die wird man mir wahrscheinlich nicht lassen. Moment, aber wie willst du, aber deine Kasse hat schon zwei Items, wie willst du denn noch RFC geben? Sie kann noch ein drittes Item haben. Ja, aber die braucht Blue Buff noch und RFC eigentlich. Ach so, meinst du das? Ja, ist ja eine 1er Casio. Ist ja jetzt nicht so, dass ich das nicht rerollen könnte. Okay. Aber eine Rabadons wäre halt natürlich auch eine Möglichkeit statt RFC, aber ich glaube, da rolle ich lieber extra Gold und lasse eine 1er Casio mit einem RFC stehen. Okay. Okay, dann wissen wir da Bescheid. Wir verlassen dich wieder. Danke. Ja, er sagt danke. Danke, dass du mich verlässt. So, Dadosch, mein Liebling. Ja, er hat die Bank wieder voll mit allem. Er spielt Astro. Astro. Wo steht Timo? Timo steht hinten. Was machen wir denn jetzt mit ihm? Er kann doch bleiben, oder? Ach so, Leute, er hat Timo gekommen aus dem Karussell. Ido. Hat dadurch jetzt 7 von 6 Einheiten. Er wird nichts deleten, oder? Hoffe ich. Das war früher immer so. Ah, ne, du spielst mit 7. Ja, aber Bart kann ja keine Mips. Ah, wir können jetzt keine Dinger kriegen. Shit. Ist so geil, wenn Leute so während des Zockens herausfinden, wie das Spiel funktioniert. Da hat ihn Igno weggemacht. Bin gespannt, worauf er gleich gehen wird. Brücke auf jeden Fall gerade stark dabei. Hat er mittlerweile eigentlich seine. Alter, wie viele Meeps er mittlerweile hat. Lol. In einer Runde einfach 8 Erfahrungspunkte gekriegt. Holy shit. Das ist halt schon heftig. Hat auch ein Limit von 6. Der scheint wohl nicht mehr zu haben. Mir fehlt immer noch ein Mordekaiser, ne? Der fehlt noch der Mordekaiser für die Leona. Actually worth. Die Sache ist, er geht die gleiche Combo wie ich. Und er ist schon Level 7 gewesen. Aber hat kein Gold mehr. So. Bin mal gespannt, ob Sie jetzt gleich die Cassio bekommt. Ich glaube, der Bart gibt mir mehr. Also nicht mehr Power, aber der gibt mir mehr Value. Ja, da hat dadurch keine Schnitte dagegen. Das ist im Early auf jeden Fall krass, die Frontkämpfer. Die sind mega gut. Diese Meeps sind hier für Bart. Oh ja, könnte ich geben. Eine Erfahrung, Erfahrung. Ist richtig. Wow. Lass meine Sachen fallen lassen. Völlig richtig.
Ich mach mal, guck mal, da jetzt zwei Items gibt. Er braucht auf jeden Fall noch eine zweite Träne. Twitch jetzt aber doch auch cheaten. Die Anwendung ist doch auch ein Twitch-Chat. Hoffe ich. Da. Keine Träne. Keine Träne. Okay. Das ist alles keine Träne, ne? Eine hat er noch. Auch keine Träne. Hm. Wukong. Nicht so gut gelaufen. Und er geht jetzt. Und ich habe noch keinen Mordekaiser direkt gefunden. Okay, okay, okay. Spielt er dann gleich? Spielt er wirklich auf 6 Frontkämpfer plus Soraka plus Cassio? Ist das sein Ziel? Ich glaube, das ist okay. Bin gespannt, worauf er da drücken wird. Sieht nach einer langen Runde aus, oder? Bis jetzt. Der hat nicht so viel Magic Damage. Ich glaube, den überlebe ich relativ lange. Und ich hole mir hier einiges an Mana. An Dingensbums. An Meeps. Boah, Junge. Ja. Der Jace, Alter. Der knallt halt aber auch richtig, wa? Gunbait auf Jace auf GD. Ja, wäre auch okay gewesen. Wäre besser gewesen, Passion, oder? Wenn ich drüber nachdenke. Was mache ich denn mit der Rüstung? Wieder keine Kassier. Noch abwarten, ne? Was ich noch so bekomme. Jetzt habe ich mich schon zugebaut. Ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, Gunblade wäre besser gewesen. Das ist wohl wahr. Late Game of Thrash? Ja, kann ich. Ist auch mega fein, wenn ich jetzt einfach einen Mord oder sowas hätte, ne? Er hat Cassio 2 mit Spellcrit. Und ist Level 7. Aber ist auch noch Level 7. Das hätte ich jetzt ja nicht gedacht unbedingt. Was wird hier gespielt? Bin sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung, was er da genau. Also, was Aki da macht. Ich finde die Cassio ohne Blue Buff und Rapid Fire ist irgendwie nicht so der Shit. Oder wie seht ihr das, lieber Chat? Okay, Mango macht auf jeden Fall easy weg. Ah, I like this. Hast du mit Rapid reicht? Aber er ist so ein bisschen, wie ich es prophezeit hatte, ne, Leute? Also, wenn man dieses Cassio-Bild. Ich habe mit dem Cassio-Bild immer sehr, sehr gute Ergebnisse an sich. Wenn ich dafür regelmäßig gegangen wäre, hat man, glaube ich, immer ein gutes Ergebnis. Ich glaube, du bist immer Top 4 mit dem Combo. Aki, ist einfach so stark. Doch wieder so viele Charaktere zum Equippen. Ich meine, der Jace 2 ist ein bisschen lucky vielleicht jetzt, ne? Aber. Grunde genommen. Ist dann einfach auch schweinemäßig stark. Da kommt der Hook. Brawler Blaster, ja. Und jetzt kommt Jace. Boom, Alter. Jace ist einfach richtig Jace, krass. Alter, ey. Der Jace ist so heftig. Wenn der Hammer kommt, zack. Okay, jetzt gerade hat jemand gefragt, wie funktioniert die kommt denn überhaupt? Und vom Grundprinzip her sind wir gleich. Wir sind gleich da, ja. Wir suchen noch einen Mordekaiser und dann will wir 6er Vanguard, also 6er Frontkämpfer. Die geben für jeden dieser Frontkämpfer 1000 Rüstung. Und so, wenn du eine AD-Comp spielst, was ist denn zum Beispiel eine AD-Comp? Das hier ist eine AD-Comp. Überwiegend. Da sind die Damage-Carries machen alle Physical Damage. Dann ist halt. Das ist echt gelogen, weil die Ults machen alle Magic Damage, aber. Ah, nee! Das ist doch nicht euer Ernst! Ich krieg hier einen anderen. Ich krieg einen Mental Breakdown. Er kriegt einfach nicht die Träne. Hab ich mit Crit. Richtig jetzt bitter. Jetzt haben wir Mordekaiser. So. Da ist er. Das ist hier um 6 Frontkämpfer. Und die Idee dahinter ist, dass du einfach nur mit Cassio die Gegner vergiftest. Das ist ein Dot. Relativ krasser Dot, also der eine Stufe 1 Cassio hat Base Damage 700. Aber der tickt halt über 14 Sekunden weg. Und du willst gerne, dass deine Frontline so krass ist und so beefy ist, dass die 14 Sekunden durchticken kann. Das ist so die Idee der Comp. Bin ich gespannt, ob er jetzt gegen
Aki da gewinnen kann an der Stelle. Ja. Wundervoll. Den macht er. Da dachte ich mir fast. Den macht er. Krass. Gucken wir uns mal die Gurke an. Tadet. Gürkchen. Kronos 2er Buff. Brawler. Dritter Krono. Oh Gott, was spielt der Sniper? Krono? Brawler? Vanguard? Nee, wer ist mein dritter Krono? Dein dritter Krono? Ach du, ja, du kommst jetzt raus. Komm. Thresh, Krono. Okay. Timo! TF. Timo machen wir rein anstatt ihm. Ja. Ja. Okay. Guck halt mal, jetzt haben wir hier doch eine Comp. Er geht. Okay, krass. Full Sniper und stellt halt vorne Leute hin. Aber er steht so weit hinten mit seinen. Mit seinen Leuten. Leveln oder rollen, Guys? Dadurch finde ich, ist halt so der Nachteil durch die Sniper, dadurch, dass seine eigene Frontline halt so weit hinten steht, kommen die anderen halt näher ran und machen die Sniper weniger Damage. Oh, weil macht der Timo viel Schaden! Weil die ja den What Buff kriegen. Schön gedodged, schön gedodged. Das könnte was werden, das könnte was werden. Das wird das was. Könnte was werden. Ich glaube, das wird was. Das könnte was werden. Das könnte was werden! Wir haben wieder eine Runde gewonnen! Wir haben wieder eine Runde gewonnen. Ash. Nice. Let's go. Alter Vater, ey. Ich bin gespannt, aber wie sehr da jetzt sofort durchsteckt. Und was ist mit der Musik los? Ah, okay. Jinx, Rakan, Cassius, brauchen wir alles nicht. Das brauchen wir. Ach, wir können Astro mitnehmen, okay. Ah, Dreier Astro, okay. Was sagt er? Brawler ist mega schlecht. Tenmo! Ja, ich weiß, finde ich auch. Der Lebensbuff ist einfach nicht krass genug, wa? Dadurch, wenn du auf 5 HP. Tenmo, ich muss jetzt einfach den verkaufen, ich habe keine Ahnung sonst. Da gibt's so ein Tränchen. Träne, Doppelträne, Blue Buff. Ist Blue Buff geil auf irgendjemandem hier, Guys? Celestial Mythic Punkt sagt Timo wäre vielleicht noch okay. Könnten wir machen, wa? Was machen wir jetzt noch? Was sag mir mal bitte, was ich mit meinen Items machen kann. Weil da habe ich gar keine Ahnung. Blue auf Timo, alles klar. I trust you, guys. I trust you. Finde ich schlecht. Nein, Nautilus. Double Nautilus. Ich verkaufe den Dingens, den hier. Den brauchen wir eh nicht mehr. Wir rollen jetzt nur noch. Ihr habt mir das gesagt, wir machen das. Er hat halt auch zu viele Items, finde ich. Was ist das denn? Oh Gott, Alter. Was ist das denn? Alter, was ist das denn? Da wird er komplett gefickt. Da ist er komplett gefickt worden. What Alter, Vater. What the fuck is that comp? Okay, wir müssen Warmox. Wem geben wir Warmox? Das ist krass gewesen. Oh, Dados. Töte ihn! Oh, da ist noch was Neues geprockt. Töte ihn! Oh, tötet es! Hä? Easy win! Er hat gegen Aki gewonnen, ey, stark. Ah, Mann, Wodka fliegt doch raus da, was soll das? Stark, ey. Mecha Infiltrator, ja. Ah, der hat auch schon Aurelion. Okay, Moment. Kriegen wir noch eine Ani, vielleicht? Maybe, maybe not. Eher nicht so, wa? Ja, nice. Oh Mann, wollte ich eh nicht. Na, Level 3 wird wohl auch nix. Lord Bashmore, oh. Please have Erbarmen. Das sieht mies aus. Nein! Help! Help! Alles klar, ich bin raus. Da ist dadurch raus. Amigos. Letzter, zweiter, letzter. Kann man machen, ne? Letzter, aber es geht zweiter, auch mal letzter, ja. Die hat mich nicht unterstützt. Oh Gott, ey. Armer Dadosh. Mango ist der nächste Nein. auf der Abschlussliste von ja. unten. Eine Ash 2. Ja.
Jin, was bist du? Darkstar Sniper. Super. Ja, das ist, glaube ich, nicht schlecht. Bitte. War das gut? Level 2 gegen Level 1? Ich habe keine Ahnung. Jin für Vayne. Nice, ich habe es richtig gemacht. Aus Reflex. Geil. Lustig. Bitte sag mir, dass der ein bisschen lebt. Und Damage macht. Oh, und genau wieder, ne? Genau, ist so dumm. Gegen Lord Bashmore. Nein, jetzt. Ach, Mann! Das ist doch scheiße! Und da was sind das ist für die Gurke Comps? Draußen. Wieso ist meine Comp immer noch scheiße? Oh, das tut mir leid. User joined your channel. Oh, damn! Ich glaube, ich hatte gerade so einen Stand, wo ich angefangen habe, geile Units zu kriegen, aber war halt irgendwie so 20 Runden zu spät. Vorletzter damit. Eieiei. Wenn ich es richtig habe, ja. Und die vorne ist dann drittletzter. Oh, da tut mir wirklich leid. Aber eine Runde gibt's ja noch, aber zwei Pünktchen sind das für dich nur. Ja, das ist also. Ich hab, also die erste Runde war auch ein zu guter Indikator. Da hat man schon direkt gesehen, irgendwas stimmt hier nicht. Man wollte mich das Universum einfach nur in Sicherheit wiegen. Jetzt kriege ich links und rechts einfach einen Schlag nach dem anderen. Tut mir sehr leid. Ich gehe mal ganz kurz noch zu einem anderen, der rausgeflogen ist. Alles gut, ja. Dadurch, das ist schade. Ja, ich habe mich da völlig verrannt. Also absolut, ich hatte kein Damage. Ja, das so schlecht war er gar nicht. Oh, da, Dr. Ford hat gerade Level 3 Ari gekriegt. Sehe ich auch gerade, ja. Ja, hat sich super schlecht angefühlt, muss ich gestehen. Also, ich wollte eigentlich was anderes machen. Die Pieces habe ich nicht bekommen und dann, ja, habe ich committed. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Ja. Kann sein, dass es an meinem Positioning zu großen Teil lag oder so. Damit kenne ich mich ja gar nicht aus. Aber ja. Ja, damit so Kleinigkeit macht man viel mit, wa? Ja, auf jeden Fall hat man ja in der letzten Runde gesehen, quasi, ne? Ja. Okay, Dr. Freud könnte die Runde schaffen. Wird die Runde schaffen. Ja, Bashmore hat auch noch überlebt, ja. Okay, bin gespannt. Lass mich mal wieder alleine. Ja. Dann gehen wir mal, statt da vorne hin, gehen wir mal zu Lord Bashmore. Und mal ganz kurz zum... Oh nein. Zum Reichskristall. Reichskristall, Reichsmikrofon. Das ist schon wieder eng. Die Mikroquali von ihm geht halt echt gar nicht, man, die ist halt super krass. Brücke ist Level 9 geworden. Okay, dann gucken wir mal ganz kurz da rein. Magisch. Und spielt damit dann auf 6er Frontkämpfer 2er Mystic und Jenna? Ist Soraka 3 realistisch, beziehungsweise überhaupt viable? 20.000er Heal. Oh, bist du... Hört sich okay an. Hört sich erstmal okay an. Ich glaube, ich werde bis ins Late Game warten, bis ich meine 4... Einmal Magic Damage. Auch Magic Damage tatsächlich. Ah, schwierig das. Hans-Georg, dann wird's ab. Ich weiß gerade nicht, wann ich umstelle, wisst ihr? Wann ich auf 4er Mystic gehe. Vielleicht gar nicht. Ich würde einfach noch ein bisschen warten, wenn's gerade läuft, Brücki. Boah, die Cassio, Alter. Bin gespannt, wie viel Damage die jetzt gleich gemacht hat. Ist aber auch eine Schlacht einfach, nur wie ewig die aushalten. 6600 Damage. Damit ist Lord Bashmore auch raus. Und damit dann ist er Fünfter geworden, der Lord Bashmore. Ein GA, super. Können wir aber... Kann ich der Cassio halt anyway geben, wenn ich möchte? Möchte ich? Ich weiß nicht, möchtest du? Möchtest du nicht? Soraka GA? Na, die hat ja schon Sätze drauf, Leute. Also wenn die stirbt, kommt ja schon was raus, was ich gerne haben möchte. Also dieses... Naja, dieses Krabben-Ding halt. Das Krabben. Die Sache ist, wir finden ja gleich nochmal im nächsten Karussell, und bis dahin wird es ja noch gespielt werden, nehme ich an. Nochmal ein volles Item. Wenn das ein Blue-Buff ist, ist das geil. Ich glaube, ich stelle den Mordekaiser hier hin. So, und roll dann runter jetzt. Wukong. Okay. Freue ich mich. K.
Cassio? Cassio freue ich mich. Karma freue ich mich. Freut er sich, ne? Nee, kann mich nicht hören. Brücke kann mich gerade nicht hören. Boah, 4er Mystik, 5er Frontkämpfer. Jetzt wird es irgendwie klappen, ne? Nautilus 2 haben wir auch, endlich. Na gut. Igno. Ah, dagegen hätte jetzt mal lieber die 6er Frontkämpfer. Okay, falls jemand Fragen hat, was gerade passiert ist, wir spielen gegen eine Sniper-Comp. Die hat erstmal sowieso schon beide Damage-Quellen. Aber ich habe intelligenterweise auch noch meine 6er Vanguards aufgegeben. Das heißt, die 10.000 Damage von dem Jin tun richtig weh. Yep. Hier, ich kann Thresh noch suchen, das habt ihr nicht unrecht, ja. Oder sogar Wukong. Nicht Wukong. Oh Gott. Auch smart. Glaube ich. Boah. Was hat so machen? Brücki, ey. Paul! Denke ich auch, okay. Raus. Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. War einfach so. Brücki-Fan. Alter, da geht voll ab. Paul ist leider raus. Hm? Wir gehen mal ganz kurz hin. Aloha! Aloha, sexy, aloha. Sexy. Der Paul ist gerade auf Klo gegangen, weinen vor Freude über den 4. Platz. Ja. Ja, lief ganz gut. Wir haben leider Jenna viel zu spät gezogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die hat es nochmal gerissen. Hätten wir nicht unbedingt gegen Aki gespielt, dann hätten wir vielleicht sogar noch einen 3. gemacht. Okay. Ja, Brücke spielt gerade auch gegen Aki. Ich bin gespannt. Kannst du leider nicht sehen, weil Paul auf Klo gegangen ist, ohne die Szene zu wechseln. Oh, Aki haut richtig rin, ey. Ja, der ist fett. Der ist richtig fett. Ignu ist damit auch raus. Ignu ist damit 3. Riecht 6 geschmeidige Öcken. Und dann haben wir jetzt noch Brücke gegen Aki. Wir gucken uns das mal an. So, wo bleiben wir? Wir bleiben hier. Der hat wenigstens Sound mit drin. Ja, ne? Es würde gehen, in Theory, aber... Mit 72 HP, Scheiß auf Cassio. Nur 2. Boah, Alter, schade. Das passt, Leute. Dann werden wir als 2. nur. Ja. Nur Smurf, den Angelaki. Übel hart, ne? Also der hat vor allem auch jetzt wieder hier... Einfach, der hat straight up gewusst, welche kommt Gutes gegen meine, so. Muss man ja auch mal so festhalten, einfach. Ja. Hat Aki sich, damit auseinandergesetzt, vielleicht. Und vielleicht sagt in sein Chat das ja auch, kann ja auch sein. Die Irken sind back, ja. Weil er einfach gerafft hat, was man spielen muss, ne? Der Kipurki jetzt einfach nur auf die Fresse. Das läuft nicht mehr. Boah. Eine kann er zwar noch spielen, aber... Aber wenn ich jetzt hier noch irgendwie einen Jace finde oder so und dann noch einen Jace oder keine Ahnung, geht vielleicht mal weiter, aber... Wenn wir ehrlich sind, brauchen wir uns hier nicht mehr anstrengen. Der Drop ist gelutscht. Da gab es jetzt nochmal eine einzelne Träne. Da ist ohne die Blubber Träne endlich. Ist auch einfach nicht durbel. Dragonclaw wird den Braten übrigens nicht fett machen. Sehr sicher. Jace 3 würde vielleicht nochmal was ändern. Oh Mann, ja, aber Jace 3 wird er nicht mehr kriegen so schnell. Jace 3 ist nämlich crazy. Jace 3 wundert halt legit alles, ne? Aber in dem Fall brauche ich, glaube ich, nicht bemühen. Okay, Soraka ganz nach vorne. Ein bisschen umgestellt noch. Soraka ein bisschen nach vorne, damit die vielleicht öfter ultet. Ah, das war zu gut. Die genau ultet auch alle getroffen einfach, ne? Ja, na, keine Schnitte. Meine Einheiten sind überhaupt nicht alive, so, also die können überhaupt das macht Aki. Leben ist wahrscheinlich dann egal. Ich weiß gar nicht, kann man ihn noch einholen? Gleichziehen könnte... Yep. Könnte man noch... 9 mit 62. Da gönnt sich jemand komplett. Dreimal Erster ist schon... Dreimal Erster ist schon stark. Kabel, ne? Kann man auf jeden Fall mal machen. Gratulation zu dreimal Erster. Danke. Hast du gut gemacht bisher. Ich kann nichts mehr sagen.
Ja, macht nichts. Ruh dich kurz aus. Gleich kommt es in die letzte Runde. Ich gehe ganz kurz zu Brücki. Zweiter. Gut. Ja. Bist du am Ende dann doch nochmal auseinandergenommen worden. Ja, der Aki, der hat's voll drauf. Was soll ich sagen, ne? Der smurft gut rein. Ja, hat auf jeden Fall da am Ende irgendwie es geschafft, den Turn nochmal zu kriegen. Ja. Also der kommt einfach gut gegen meine halt auch ein Late, ne? Hat sofort gesehen, also hat schon irgendwie im Midgame gesehen, was ich mache und hat dann gut geantwortet. So. War nice von ihm. War gut. Kann ich noch sagen. Damit bist du Zweiter geworden, logischerweise, und bekommst 7 Pünktchen noch und bist overall Dritter. Nice. Chancen aufs Preisgeld sogar. Wahnsinn. Ja, aktuell schon. Aber der Dritte, wenn er da bleibt, direkt nix, ne? Nur wenn du Bescheid weißt. Ja, ja, ja. So, wir gehen mal weiter. Ich hol mal eine Runde, du. Ja, mach ich. Ich freue mich drauf. Die Vorder! 10 Punkte insgesamt. Ja. Damit liegst du ziemlich im Mittelfeld gerade. Dr. Freud, Dadosch und Mango sind noch hinter dir. Ja. Auf den ersten wird es nicht mehr reichen. Zweiter könntest du theoretisch gleich ziehen, wenn Igno Letzter wird. Ja, zu dem schlechten Spiel kam dann auch noch Pech. Kein Rumble Level 3 bekommen, kein Any Level 3 bekommen. Also ist nur einer gefehlt. Aber neues Ziel ist jetzt vor Mango bleiben. Neues Ziel ist vor Mango bleiben, alles klar. Okay, freut mich. Dann gehen wir noch ganz kurz zu Igno. Igno! Hallo! Zweiter insgesamt aktuell. Ja, das mit Brücki wird nochmal ein gutes Finale. Ja, Brücki auch dabei und hat natürlich Bock auf ein bisschen Cash. Ich weiß. Ich auch. Zufrieden mit der Runde? 6 Punkte hat es gegeben, ja, Dritter? Ja, zufrieden. Es war zwar manchmal ein bisschen unlucky, aber Lulu hat gecarried. Lulu hat gecarried, ja. Okay, freut mich. Dann viel Erfolg auf jeden Fall jetzt gleich. Dankeschön. Und wir sagen ganz kurz, schau Bescheid, dass du losmachen kannst, wann auch immer du möchtest für die letzte Runde. Ja? Nicht? Okay. Olli, du sagst das, Paul, ja? Jo! Geil. Geil, geil. So, wenn ich mich da nicht verrechnet habe, dann hat Aki safe gewonnen, weil selbst wenn der Letzte wird und Igno Erster, kriegt Aki einen Punkt und ist damit dann trotzdem Erster. Heißt, jetzt haben wir Spiel um Platz 2, wo Igno 18 Punkte hat und Brücki 16. Ich denke mal, da geht's. Lord Bashmore kann theoretisch sind auch noch da mitspielen. Und ja, bin da gespannt drauf. Und das Leben gäbe es bei Punktegleichstand auch noch, das stimmt. Also dementsprechend, die Spanne zwischen Mango und Aki ist gigantisch groß. Jo, die ist ja auch gegen Dado, zwischen Dado und Aki halt dreimal gewonnen, ist halt krass, ne? Ist halt definitiv krass. Ich bin gespannt, jetzt gleich geht's ja wieder weiter. Lädt auch schon. Letzte Runde. So, und wie gefällt es euch denn bisher, sowas zu machen? Öfter, ja oder nein? So, und wir gucken aber mal beim Gürkchen zu. Mal sehen, ob das funktioniert hier. Die ist nämlich krass. Ob es funktioniert. Die ist nämlich wirklich krass. Da ist auch, guck mal. Das ist zwar ein vollkommen falsches Item, aber I don't give a shit. Purge. Bin gespannt, worauf Mango dieses Mal geht. Ziel ist einfach nur nicht letzter, okay? Guys? Ist das ein Plan? Was bist du nochmal? Du bist Ja, ich weiß gar nicht, was die Galaxie ist. Okay, das heißt, weißt du, was jemand, was hier Galaxie das ist? Quad. Wir brauchen einfach. Warte, es gibt 4. Gibt es 5. Okay, da nehmen wir Blitzcrank, Ilaoi und hoffentlich Gnar. Und das wird dann unsere Comp. Alter, einfach aus dem Leben gekrittet, den Jungen. Wisst ihr gerade, welches Universum das ist, lieber Chat? Also gewinnen kann ich schon längst nicht mehr. Das ist schon, da sind wir schon, aus dem Bereich sind wir schon lange. Die Galaxie ist 1, 2 und 3 und Gold Units im Mond sind direkt 2 Sterne. Ah, okay. Darkstar, Protector, Chrono Sniper, Chrono Battlecast. Ja, Pulli, der Pulli-Trek verstehe ich halt auch nicht. Battlecast ist super. Warte, wir haben Vayne bekommen. Cyber, nee, das brauchen wir überhaupt nicht. Das ist ja überhaupt nicht unsere Comp. Jetzt, wir gehen Assassin Brawler mäßig so, ja. Assassin Brawler, okay, da haben wir ja schon mal Infos mitbekommen. Was ist mit Dadosch los? Ein Netzwerkfehler ist aufgetreten. Wir fragen mal ganz kurz nach. Dadosch, alles in Ordnung bei dir? Ja, alles entspannt, wieso? Ja, dein Stream hat gerade einen Abgang gemacht. Der ist aber noch online bei mir tatsächlich.
Also ich bin bei mir online, aber die Zuschauer haben schon gesagt, dass Twitch irgendwie Probleme macht. Bin ich nicht mehr live? Gucken wir doch mal. Ja, guck mal. Also bei mir sieht alles gut aus, aber... Doch, du bist live. Ja, Twitch-Server haben Probleme, wird auch geschrieben. I don't know, was da jetzt abgeht, aber nice ist natürlich gerade nicht. Vor allem, weil die Runde meines Lebens hier passieren wird, auf jeden Fall. Und du wieder da ein. Hey, was passiert hier? Jo, so weit nach unten bist du jetzt auch nicht. Bin gespannt, worauf gehst du denn? Ich denke mal Sorcerer. Also ich habe Bock auf so ein bisschen Magic-Gedöns. Oder, also Mac Sorcerer oder Star Guardian Sorcerer. Mal gucken, was ich bekomme. Okay, irgendwo so in die Richtung auf jeden Fall. Alles klar, genau. Wissen wir Bescheid. Dann Tilly. Können uns wieder geile Musik im Hintergrund anhören. Tilly. Yep. Natürlich machen wir schon 1080 hier. Hat das auch gesehen, glaube ich, ne? Battlecast ist auch, finde ich, irgendwie ein geiler Trade einfach. Jawohl, nochmal schön die Ari, aber hat nicht mehr gereicht. Twitch zickt rum, ja, das ist schade. Dass er sich halt die ganze Zeit diese klassische Musik anhört, finde ich halt super krass. Kreis der Macht. Why not? Wir versuchen Kreis mal nicht Kelch. Das lassen wir. Will ich einen verkaufen, um aufzuleveln? Wir machen das mal so, weil ich... Nein, machen wir nicht. Wir lassen das mal so. Mal gucken. Brücki geht... Alla... Brücki ist ja... Ist ja... Hoppala. Brücki ist ja komplett... hier gerade auf Darkstar unterwegs. Wenn ich jetzt nicht einen frühen Djinn-Fred sehe oder so, dann mache ich das nicht. Und ich sehe keinen frühen Djinn, weil ich nicht kann. Jason, kann man eigentlich... Jason, bei den Creeps also aus den Kugeln einen Djinn kriegen, auch wenn man die Chance nicht hat? Mana. Ja? Also ihr wisst, was ich meine, wa? Wenn die Creeps können ja so eine graue Kugel fallen lassen oder eine blaue, und da sind dann Einheiten drin. Ja, da kann man alles kriegen. Okay. Aber vielleicht kriegt Brücki das ja daher. Okay, okay, okay. Damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Aber ist nicht schlimm. Wir nehmen noch einen Protector mit rein. Bleiben wir hart? Ja, ne? Ich frag mich ja, worauf er geht. Ich glaube, wir halten ihn hart, Leute. Und bleiben bei Space Pirates. Hier ein Stück, also ich pre-levele. Vielleicht gewinne ich nächste Runde auch noch. Und spielen Protector Space Pirates. Ich spiel Protector Space Pirates. Okay, da bin ich gespannt drauf. Ich spiele gerade gegen Dr. Freud. Die Runde könnte er verlieren. Ja, voll gut, Runde, ne? Dass der Mordekaiser seine Ulti rausbekommen hat. Very fucking good for us. Easy peasy. Schön hart halten, ja. Wäre okay, wenn übrigens an dem Poppy vorbeikommt, Jungs, ne? Wir müssen jetzt auch hier um die Backline kümmern. Dankeschön. Appreciate it. War echt keine Option. Gehen wir ganz kurz mal zurück ins Jahr 1945. Celestial Protector und Sniper. Okay. Dann Aki. Zu dem Turnier, als ich ihn gesehen hatte. Hat gerade Space wegen Pirates. Endplays und ähnliches. Ich glaube, Maß. Recht hohe LP, als halt die Kriterien, um reinzukommen, recht spät waren. Also recht hoch. Das könnte Astro Sniper sein, ja. Eigentlich gern. Ich habe es verhalten. Weißt du was?
Na, das war ein Klick. Gedreht, ich bin, Alter. Ah, ein bisschen laggy gerade. Okay. Geht auch auf Space Pirates gerade. Gerade zumindest noch. So, die vorne. Ich nehme mich, ja. Kann er auch noch. Immerhin will er vom Mango bleiben. Ich glaube, ich wollte es auch nicht anders. Hätte ich gewusst, dass man so einfach in die Vergangenheit reisen kann. Ja, das wäre krass gewesen, wa? Alter, jetzt tötet den G und jetzt kriege ich... Mann! Ich doch einfach die Mordo oder den... Ja, die Mordo holen können. Dann den G noch mit einem Auto-Tag wegmachen können. Okay, da wird auch noch mit sich selber gerade geredet. Ich finde, die macht's euch. Wenig auf Dings. Gucken wir nochmal der geilen Gurke zu. Ich hätte langsam gerne eine weitere Dingens. Wie heißt sie? Eine Dingens, Ilaoi. Ja. Ilaoi wäre cool, Level 2 jetzt langsam. Und wenn ich wieder auf Deutsch habe ich auch schon nachgedacht. Wieso lese ich überhaupt Chat? Ich wollte keinen Chat lesen. Fack. Dann hat er halt, wenn er in der Backline ist und wenn er in Ruhe gelassen wird, kommt er einfach an und macht am Ende einfach und ballert einfach alle weg. Aber ich weiß nicht, ob das so gut ist, weil Rage-Spiel ist halt schon ein krasses Item. Aber then again, wer wird sonst unser Carry, ne? Keiner von denen auf jeden Fall. Ja gut, ist ein Argument. Haben wir gemacht. Jetzt kommen wir uns auch Level und dann kommt Yasuo hier noch mit rein, was uns absolut nichts bringt, weil wir noch einen weiteren Rebel brauchen. Wir sind alles Rebel nochmal. Das ist auch nicht schlecht. Okay, er möchte Rebeln. Six wollen wir nicht. Zed brauchen wir jetzt, weil Zed ist auch ein Infiltrator. Ja, Zed wäre jetzt komplett GG. Zed wäre komplett GG, okay. Ja, das ist, du musst doch überlegen auf den Unterschied zwischen Mango und Dadosh. Ja, Dadosh hat halt die ganze diese klassische Musik und beim. Ja, Mango so mit dem Knock-Up, da klatschen wir einfach durch! Komplette Rip. Let's go, guys! Wir sind back on track! War voll die komische Einstellung gerade. Das ist einfach. Okay, weiter wieder. Und Ruhe. Ja, reicht halt echt. Ash brauchen wir nicht. Haben wir uns komplett abgeschrieben. Das ist nichts, was wir versuchen. Das ist in Ordnung. Warte, habe ich noch irgendwie, kann ich einen Damage Report sehen von eben? Unser Rage Bait Noction ist komplett useless. Cool. 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 Nani. Vanguard. Also nein, wir brauchen Zed. Zed, dann kriegen wir nämlich krasse Bonis. Dann stackt das alles. Bin gespannt, ob wir das jetzt bekommen, sofort. Die Möglichkeit besteht, ja. Das ist ein Vanguard Startup Pack, ja. Wieso kommt man immer auf die Einheit? Warte, was ergibt das? Hex. Warte, ist das nicht. Ach, ist das auf irgendjemanden krass? Ich weiß es nicht. Was macht das? Locket. Was macht das? Nee. Nein. Super krasse. Nein. Haben wir absolut keine Verwendung für. Schön, dass der jetzt so früh kommt. Warte, Battlecast. Battlecast, da ist unser Carry. Ey, ich hab unseren Carry gefunden. Mit Level 5 kauft er sich dann erstmal ein Kog'Maw. Boah. Late. Gin, das ist late, wir, oder? Gin ist egal. Ist RIP. Wir wollen keinen Gin. Oh, das ist so kalt, das Alter. Zudem, die kann man nur gewinnen, oder? Das ist so durch, der Junge, der hat so große Probleme. Der hat so große Probleme. Der ist magieresistent, was soll denn der Scheiß? Das ist ja Betrug. Mit deiner kleinen Pistole hier, mit der Wasserpistole. Oh Mann, ey. Schon Gefallen dann gefunden. Also ich bin immer noch auf der anderen Seite. Da hat er endlich seinen Beschützer. Warum mit Nico. Ja. Annie natürlich noch, Zauberpilot. Ich bin gespannt, wenn Mango wirklich auf Battlecast gehen sollte. Shoppen wir rein, würde ich sagen, wa? Er geht auf Warte, Brawler, Infiltrator, Rebel. Ja, die müssen nebeneinander stehen. Die müssen nebeneinander Each stehen. Adjacent Rebel. Each adjacent. Wait. Like this then, right?
Ui, ne Neko. Aber Soria Gaetong. Ja! Bitte, ja! Guck mal, welche Musik auslasse, gewinnen wir wieder. Das heißt Soria Gaetong? Das ist die Story. Warum hat jemand gefunden, der mehr Drogen nimmt? Das ist ja echt so, wa? Kausalität, Leute. Merkt's euch. Alter, richtig, richtig gut. Okay, cool. Nehmen wir. Riecht stark. Können wir jetzt, ich weiß nicht mal, was ich haben will. Ich weiß nicht mal, was ich haben will. Gehen wir ganz kurz zur Kartoffelfreud, ja, mit der Mega-Cam. Ja, wenn die wieder auftaucht. Star Guardian, Sorcerer, Vanguard. Akte. Und Neko und Annie? Na, Annie haben wir jetzt gerade. Annie haben wir ja verkauft, Quatsch. Sorry. Da schon mal die Tier für Syndra. Und Morde raus. Morde raus für ihn? Ja, okay. Da haben wir noch einen Sorcerer oder einen Star Guardian, um den Bonus zu kriegen? Nicht wirklich, ne? Nee. Na, wir könnten so für den Vierer Sorcerer gehen, dann haben wir aber keinen Protector nicht mehr. Ja, das stimmt. Nee, der macht lieber so. Protector gerade. Ja. Uff. Ich würde TF nehmen, sagt Dani. Okay. Twisted Fate, ja. Gut, ist rechts. Sorcerer. Voll die geile 90s-Mucke haben die. Hola. Alter Bröcki. Übel. War der schon für ein. Also. Ah, okay. Ja, Brücki macht. Brücki schäft dich alle. Jetzt rollen, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Vierer Sorcerer gibt mehr Buff als zwei Protector. Ja, okay. Das heißt, Protector raus. Jetzt aber erstmal gucken. Träne wäre noch gut für den Blue Buff. Träne. Ja, ist auch da. Träne ist da. Träne nehmen wir. Oh. Tschüss. Schön. Kriegst du nicht. Ja, er wollte auch was anderes. Okay, aber Riven. Roll den Berg runter, alles klar. Oh, da war ein Timo. Ja. Gehen wir mal ganz kurz zu Brücki. Als Mystic-Start. Als erster Mystic-Charakter. I wouldn't mind. Na komm, nimm doch. Du musst ja Leuten das Game nicht kaputt machen, ne? Bin gespannt. Wäre für mich so, ich werde irgendwann eine Soraka finden, ob die jetzt Magic hat oder ja, nicht. Ja, Beschützer Kosmisch hat der aktuell. Und hinten dann ein Teemo. Mhm. Ich weiß nicht, worauf der spielt. AP ist gar nicht so scheiße für irgendwas, oder? Willkommen zu Bram bewährte Hintergrundmusik. Ja, ist halt echt so. Gute Frage. Ich weiß nicht, worauf er gerade geht. Schön Rammer, okay, kann ich verstehen. Aber was wird's? Zweimal Javin, zweimal Rakan. Boah, alle hier hochgesprungen. Ja, das wird er verlieren, glaube ich. Oder? Oder als Fanbrüch, jeder hat gewinnt mit so einer Kombo. Nee, tut er nicht. Er geht auf Win. Ach nö, oder? Ja, komm, wir fragen ihn. Du noch, Junge. Sag ich doch gerade. Wir fragen ihn. Brücki, worauf gehst du? Ich weiß nicht, eigentlich wollte ich Space Pirate spielen, weißt du, aber da kam halt nichts. Also gehe ich jetzt für so eine Protector Mystic Comp. Die gibt's, glaube ich, gar nicht. Aber ich gehe dafür. Ich versuche einfach schnell zu leveln und dann den Urgot zu finden. Dann schaue ich dem Urgot dabei zu, wie der Leute reinzieht. Das ist dein Ding. Das ist mein Ding jetzt. Okay, und dann stellst du einfach, keine Ahnung, vorne vier Beschützer auf und hinten viermal Urgot oder was? Ja, oder Mystic dazu halt, ne? Also irgendwie Soraka oder sowas. Einfach nicht lange aushalte. Das ist die Grundidee. Okay. Das klappt, und keine Ahnung. Womit pusht du Urgot dann? Urgot mit Blue Buff oder was hast du gedacht? Genau, Blue Buff ist in die Richtung. Vielleicht Chojin, je nachdem, was ich noch finde. Meine Items sind jetzt gerade sehr scheiße, würde ich sagen. Also, ich weiß gerade gar nicht, was ich bauen soll. Ja, okay. Ja, interessant. Und wird auf jeden Fall dann spannend. Wir sind gespannt. Ich hoffe. Wenn du selbst nicht weißt, was du machst, kann der Gegner das auch nicht wissen. Eben. Das ist stark. Okay, wir behalten dich im Blick. Gute. Wir behalten ihn im Blick. Wir behalten natürlich nochmal die Gurke. Okay, wir gewinnen auch so noch. Also dann bauen wir jetzt den zu unserem Dingens um. Der hätte natürlich das Rageblade gebrauchen können. Aber vielleicht müssen wir dann auch einfach obwohl Infiltrator runtergehen, ist auch dumm jetzt.
Er kann sich halt einfach nicht entscheiden. Malphite, da ist ein Astro Brawler. Moment mal, das ist doch genau das, was wir jetzt brauchen. Wait. Wir wollten doch 4 Brawler, das wäre doch unser Ziel jetzt, genau. 4 Brawler. Und dann Blaster? Warte, das ist auch der bessere Brawler als du hier, weil du bist einfach krasser. Das heißt, wir verkaufen. Warte mal, nee. Nein. Ich habe ja dann schon 5 Brawler. Boah, der 6 Brawler wäre insane. Gibt es 6 Brawler eigentlich aktuell im Blitzcrank Spiel? Blitzcrank würde ich jetzt nehmen, tendenziell. Das ist doch auch gut, oder? Für unseren Cockner. Warte mal, hier! Hä? No copies of das Champion? Achso, ich brauche noch einen Blitzcrank. Zed, sehr schön. Okay. Ich brauche nee, er hat nicht verstanden. Ich brauche einen extra Slot. Das muss der Chat eben sagen. Extra Slot. No copies of the champion left heißt ja, das gibt keine mehr im Pool. Space Pirates brauche ich gerade nicht. Jetzt. Oder? Ist aber ein Level 3 Blitzcrank überhaupt so geil? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es sehen. Sehr gut. Stellt es sich ein. Eieiei, da kassiert die kassiert ja komplett. Das Gunblade ist ja auch Int auf ihr des Todes. Und der macht den. Oh Gott, das verliere ich. Das verliere ich hart. Okay, das verliere ich hart, ja. Für den. Da geht auf jeden Fall. Rebel kriegen wir nicht für den Brawler Boost. Wer ist gewesen? Deforna auf Klingenmeister. Dadurch fällt zwar erstmal unser Kogma. Wer es richtig hatte. Ja, der gibt, oh, der hat schon 6er Blade Master. Ich hab gar nicht Bock, Bukum noch reinzustellen. Für sie. Level 6 und 6er Blade Master zu haben, finde ich halt irgendwie schon. Uff. Schon krass. Vor allem hier auch Xayah Level 3, Tier 3 schon, ist schon stark. Ich will noch einen Jasuh haben. Wenn keiner mehr Impulse gibt, kann man Nikos mittlerweile eine erschaffen. Ah, okay. Seine Bank war voll. Warum spielt er ohne Chat? Gut, dann lassen wir es so und gehen gleich mal wieder auf Level 7. Wird wahrscheinlich gleich. Wenn wir Geld drin haben. Stark auf jeden Fall. Nein. Ich hab wieder nicht drauf geachtet. Riven mit Blue Buff ist aber nicht optimal. Nicht drauf mit Red Buff. Also die Meme ist jetzt auch nicht so schön. Oh nein. Überlebt, ja. Oh, die hat viel Schaden. Okay, macht mittlerweile auch, wenn keine Champs mehr im Pool sind. Alles klar. Wissen wir Bescheid. Fiora, dann wird die gehuckt. Das ist, glaube ich, der Plan. Auf jeden Fall bestimmt Blade Master, aber ist gerade letzter. Aber ich kann mir vorstellen, dass er mit der kommt, auf jeden Fall nochmal einen Tick nach oben kommt. Ignu gerade. Vierer Frontkämpfer, dreier Scharfschütze. Hatte schon Teemo? Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Das, Teemo hat er schon. Jin. Ja, was machst du jetzt, wa? Ja, weg damit. Dieser Gedanke. Roll ich jetzt oder Level. Oh. Er macht Vierer Sniper. Ja, gerade ist doch sein. Dings verkauft. Die gibt so ein huge Schild. Okay, stimmt, die ist echt cool. Na gut, ich weiß nicht, was kann man. Oh, der hat einen Urgurt mit Spear of Shorten. Ja, ist Brücki. Brücki hat einfach einen Urgurt mit Spear of Shorten, das ist halt so. Das ist wieder Brücki, oh mein Gott. So dumm einfach nur. Boah, Alter, das Ranziehen dauert halt eine Milliarde Jahre, wa? Aber überlebt, er überlebt. Guck dir an, wie doof. Wie doof das einfach nur ist, wenn wir gucken, Smellbrook hier an. Ist ja richtig doof. Leute, genau so muss das, ey. Wie er einen nach dem anderen da ranzieht. Oh. Mit der so raus, okay. Ist ja super doof, einfach nur. Aua. Schön, aber der hat trotzdem das mal lustig gemacht. Alter, ey. Ich möchte haben. Ich würde noch einen Shoten nehmen. Aber ich kriege nicht einen Shoten, ne? I guess ich würde einfach AD nehmen. Ja. Lass mich den Urgot nehmen. Lass mich den Urgot nehmen. Waschmo? Jetzt mach keine Scheiße, Junge! Jetzt bin ich gespannt. Mach keine Scheiße! Rennt auf Urgot. Er gönnt sich Urgot. Das ist doch Scheiße! Das ist doch Scheiße, Junge! Der macht Scheiße!
Okay, ich will jetzt mal den ganzen Kampf von Brücki sehen. Das ist doch nicht gut, was du da machst. Das ist schon richtig frech, finde ich. Ich nehme mal erstmal die raus. Mehr Protector rein und eine Jenna rein hier. So. Dann stellen wir uns mal anders auf hier, ein bisschen defensiver, damit wir ein bisschen kuscheln können. Kuscheln ist immer gut, Leute. Zack, zack. Kuschelig, super. Ah, weiß ich nicht. Das ist ja super doof, die Kombo, Alter. Ist ja immer gemocht. Aber jetzt, was soll ich sagen? Jetzt war doch Guardian Angel drauf, Alter. Unsympathisch. Es spielt die God Only Comp. Es ist ja komplett rüb. So, los geht's. Ach, jetzt noch nicht den Jarvan. Hallo. Ja, da ist die Nico. Ja, so ein Nico, Alter, zum Beispiel kannst du ja schon mal wegsnacken. Das finde ich gut. Wie er sich einfach gönnt. Ja, schwierige Nummer. Das ist vielleicht zu langsam für den Nico danach, ne? Ja, es ist viel zu langsam. Viel zu langsam. Da ist nur ein Rakan, gönn dir. Okay, einen Jarvan noch. Ich nehme einfach mal alle raus, oder? Oh Mann, ey. Einen Jarvan noch, einen Jarvan 3. Weil ich dann da doch rein tue, weiß ich auch noch nicht genau, ne? Aber it's gonna happen. Ich gebe der Jenna mal das hier. Generate könnte gut sein. Mal gucken. Das ganze Line-Up ist einfach straight up nicht gut. Aber erzähl's keinem, okay? Es ist halt super komisch, was er spielt einfach. Okay, gegen Aki gewinnt er dann auch noch damit. Oh Mann, ey, so trollt man in Normals, ja. Völlig richtig, ich kann noch auf Lulu warten. Am besten ist gleich schon in einem einfach Roll super, eine Runde Jarvan, also Jarvan und Mystic. Das wäre mein Träumchen. Da würde ich mich freuen. Alter Vater, ey. Schön. Schön auf jeden Fall, was er gerade macht. So, die Frau jetzt. Star Guardian haben sie mittlerweile. Vierer Sorcerer auch. Zwei Protector und Paragon. Durch die Jenna schon. Mal gucken, was wir für Items kriegen. Ist halt sau stark. Da müsstet ihr uns jetzt relativ schnell sagen, wie wir die Items verteilen. Das wäre sehr hilfreich. Aber wenn wir jetzt noch einen Rod bekommen, wissen wir es. Jawoll! Ja, nice. Sehr stark. Ja, dann Attacke. Easy Clap. Jo, kriegt sie sofort, wenn die Runde gestartet ist. Nicht, dass es aus Versehen bei irgendjemand anderem landet. Korrekt. Ja, kannst du loslassen. Ja, wir können jetzt immer alles rollen. Ja, ja, theoretisch brauchte ich kein Level Up mehr. Ich würde jetzt immer alles rollen, sagt Dani. Ja. Und die Items, die restlichen Items wegballern. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ja, ist halt nur die Frage. Cool, kommt. Die Syndra, nice Items auf jeden Fall. Ja, roll, komm, roll. Ja, erstmal hier bauen wir den Victor. Zwar Victor, auch nicht schlecht. Achso, den hätten wir natürlich auch vorher noch mitnehmen können, aber egal. Lulu, brauchen wir alles nicht. Nee. Oh, der ist gerade 1. Oh, Junge, Last Alter. Last Infinity Edge of Jenna. Oh, stark. Okay. Ah, oh, das könnte jetzt noch mies werden. Das könnte jetzt noch mies werden. Ne, Jenna lebt noch. Und boom! Und er macht das! Erstplatzierten hier richtig weggeballert, Mann. Gibt saftigen True Crit Damage auf jeden Fall. Ja, also Last Whisper befindet die Edge of Jenna. Also, das ist Last Whisper und Infinity Edge. Alles klar. Okay, was ist das? Dann gucken wir. Ja, wenn wir noch eine Jenna finden, dann würde ich gleich das da draufhauen. Xera, Jumbo Shaco, ne. Das ist ganz spannend, die könnten gut sein. Nix. Aurelia. Schmutz. Any Aurelia. Schmutz. Ergot, ich bin gespannt, wie weit die damit kommen. Bin echt hart gespannt. Dann haben wir jetzt Angel Aki. Erstplatzierter aktuell. Xerath könnt ihr kaufen und für Vic reintun, okay? Ach, scheiße, ja. Oh, der macht aber krass jetzt hier. Also Angel Aki kommt wieder gut zurück. Ja.
Aber guck mal, Syndra hat trotzdem noch gut rasiert hier. Ja, aber fast geklappt. Ja, reicht fast geklappt. Nicht. Ja, wenn wir jetzt nochmal gut aufstehen, haben wir gegen Aki aber vielleicht nochmal eine bessere Sonne. Ja, haben wir echt eine bessere Sonne, wa? Olli? Was? Da haben wir vielleicht eine bessere Sonne. Da doch, wo sehen wir dich denn gerade? Schön geschmeidig, 31 LP. Der Typ, der redet, ist der Stone. Paul ist immer Stone. Wieso habe ich eigentlich noch eine Ari hier stehen, wenn ich noch eine hab? Wenn ich einen Level 3er hab? The fuck? Jetzt habe ich 51 Gold. Auch Sternwächter, Zaubermeister. Am besten die Runde gewinnen. Alright. Aber er spielt eher auf die Ari. Ey, das sieht aus wie meine Strat. The fuck? Ja. Paul? Ja, aber Pauls Kombi ist viel schwächer. Oder? Wenn du Star Guardian Sorcerer auf Wish bestellst, hast du meine Strat oder was? Alter! Okay. Als wenn er das macht. Das ist deine Strat, ja, yeah, I know. Und dann mit Mango raus. Sweet. Zwar Yu-Gi-Oh! Mango! Minus 8. Oh, Mango ist raus. Ich bin nicht letzter. Ich dachte, Mango ist letzter damit. Das, Mango glaube, müsste letzter sein. Das hat sich direkt als schlechte Idee herausgestellt. Ja. Es tut mir sehr leid, aber jetzt bist du letzter. Oh. Ja, dann mache ich ja wenigstens meinem Ruf alle Ehre, das ist okay. Wenigstens das, wa? Ja, eben. Moment, wen wollte ich jetzt zugucken? Genau, Leute, den kann ich ja kurz zugucken. Angel Aki diesmal auf jeden Fall nicht so mega krass unterwegs. Vierer Mystic Vanguard spielt er. Stimmt. Was spielt er? Mystic. Ach, und ich finde halt geil, dass Dadosh und Dr. Freud spielen die gleiche Taktik, nur irgendwie anders. Olle, tatsächlich, ist ja exakt das gleiche, da was sie da stehen haben. Ja. Aber ich sehe da Paul auf jeden Fall vorne. Ja, mega. Also ich habe Paul auch. Da gucken wir auf jeden Fall nochmal kurz bei Dr. Freud rein. Ich verabschiede mich hier nochmal kurz aus dem Channel. Bis gleich. Jojo. So, bin gespannt, definitiv ob die, überholen. Ob jetzt hier schon mal, kann. Wir sind nicht mehr letzter. Bringt ihr uns was? Ja, komm, nehmen wir mit. Nee, bringen tun die uns. Komm, also eine Jenna. Ach, come on. Nope. Sad. Wieder verkaufen und nochmal rollen? Ich glaube, da warten wir jetzt einfach eher ab. Okay, gucken wir mal, wie das läuft. Gegen wen spielen wir? Gegen Brögi wieder. Ja. Harte Nummer, der Erstplatzierter, ja. Der war gut. Das aber wir gut sind tun. Inzwischen Zweiter, ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Nicht ohne, aber der hat uns vorhin schon weggenatzt. Also wenn Syndra aber hier richtig böse Aua macht, dann... Boah, Alter. Guck mal, läuft. Läuft ganz gut. Er macht ihn. Er macht ihn. Guck mal. Die machen Brögi. Der geht zwar nochmal hoch, aber... Guardian Angel ist noch da. Wieso kommt denn der Damage durch? Das finde ich aber unfair. Der war tot in seiner Ulti. Ja, eigentlich nur noch Syndra, Nico, Jenna und Xerath. So wie es brauchte, nicht mehr. Aris auch nicht mehr. So, okay. Bin gespannt, wo Dr. Freud noch landen wird. Ich kann gar nicht richtig sehen. Sind die gerade Erster? Ja, kurz zu Brücki. Brückis Combo auf jeden Fall nochmal gucken sofort. Jo, Dr. Freud ist gerade tatsächlich Erster. Ja, oh, das ist ja krass. Die Kombi ist halt echt lustig, aber die ist halt nicht. Keine Ahnung, ist nie passiert. Ich habe leider nur 3 Javans gehittet. Ha. diese Urgott-One-Trick-Kombi ist halt so bescheuert einfach nur. Ach man, wie ärgerlich, ey. Oh, Mordekaiser 3. Da wird auch ein interessantes erstes Target für meinen Urgott, oder? Lieber Chat, wen hittet denn der Urgott eigentlich? Boah, wer auch immer gesagt hat, dass ich die Kurs erst auf Jenna hauen soll, hat aber sowas von nichts, überhaupt nichts verstanden. Holy shit. Wie useless ist das denn? Oh mein Gott. Ich verliere. Oh mein Gott. Spoiler, der Red Buff wird daran auch nichts ändern. Damit ist Dadosh gerade rausgeflogen. Na gut. Dadosh dann, Deforma ist damit vorletzter, kriegt 2 Punkte und Dadosh kriegt dann 3 Punkte. Ja, GG, schade. Hätten wir die Runde noch überlebt, hätten wir im Kreis, also Janna 2. Ja, dann kommen wir jetzt aber kurz Aki zu. Aber der sagt gar nichts mehr. Da habe ich hier eigentlich nur AD-Items. Kann mir das mal jemand verraten?
Da ist wieder Level 9. Na gut, hier ist gerade, hier geht gerade nicht so viel. Brücke ist tiltet oder was? Schreibt ihr gerade? Alles klar. Mäßig mega gut drauf. Ich glaube an dich. Als wenn er jetzt... Das sieht irgendwie so nach einem Stage 4.1 Lineup aus, wenn er mich fragt. Aber gut. So, komm jetzt. Nicht zu kritisieren, ne? Ah, ist wieder gegen Aki. Gegen den Geist zwar, aber trotzdem. Ich weiß halt echt nicht, ob QSS nicht besser wäre auf... Oh Gott. Nice. Da bin ich ja alles snackt einfach nur. Diese Kombi ist so doof. Oh Mann. Is it winnable, guys? Mango ist wieder komplett drauf. Okay, Dr. Freud. Es sind noch zwei Leute, die vor uns raus müssen. Ne? Igno und Angel Aki müssen raus. Die müssen alle vor uns raus. Wir machen jetzt hier den ersten, Leute. Aber was? Der hat auch einen Short und hat der hat die Jenna getroffen. Okay. Na, bitter. Komm, roll noch sonst mal. Roll noch mal. So, Syndra, eine Syndra bräuchten wir noch. Eine Syndra noch. Komm, dann verkauf und geh voll auf Syndra, oder? Ja, okay. Na, wobei. Set. Okay, wen haben wir hier? Brocky jetzt. Ah, ist das natürlich bitter gegen... Oh, was? Als ob deine Ulti genau in die... Und er zieht sich das die Syndra. Das ist richtig bitter, Alter. Das ist richtig bitter. Er das zieht sich die Syndra, Junge. Was ist das denn? Cheater, Ulti. Na toll. Und jetzt kickt er raus, wa? Machen wir das noch? Nee. Fuck it. Nee. Oh, ah, Cheater, als ob... Wie traurig war das denn? Was für ein Cheater, Ulti von Brocky? Wirklich? Was für eine Cheater. Alter, aber ihr seid Vierter. Ja. Zweimal Vierter geworden, kann man nicht meckern auf jeden Fall. Und Lord Bashmore ist Fünfter. Anzeige ist raus, Brocky. Wirklich. Alter, Vater, ey. Oh, jetzt das hab ich war... mich auch noch verschrieben. Das ist jetzt noch viel peinlicher. Keine Peps mehr. Ah, diese Urgott-Kombi, die hier spielt, ist halt so doof einfach nur. Ja, aber wenn die Ulti nicht getroffen hätte, nicht meine Syndra getroffen hätte, hätte er verloren. Aber dass er genau die reinlag. Das war schon lustig. Das war wirklich bitter. Hätten wir locker einen zweiten machen können sonst. Nee, was heißt denn zweiten, Olli? Wir hätten den ersten gemacht. Wahrscheinlich auch das. Ja, da hat der Ogre durchgefickt. Guck mal hier, da grabt der gar nichts. Nix kann er. Meine Güte. Na gut, bitte. Aber wir haben uns gut nach vorne gebracht. Okay, raus. Guck mal, auf wie wenig HP alle noch hatten, ey. Da war echt was drin gewesen. Ach, shit, ey. Als wenn Aki jetzt auch rausfliegt. Jo. Jo. Das war's? Na? Das war's. Das war's. Alter, geschlagen. Was war das denn? Easy Game. Jetzt hab ich am Ende gar nicht so schnell aufgepasst. Scheiße. Oh mein Gott. Ich hab's gar nicht mitgekriegt. Was ist denn passiert? Hast du gegen Shadow verloren oder was? Ich hab gegen Shadow verloren. Oh, ich hab alles auf Brücke gehauen. Ich hab alles auf Brücke gehauen. Moment, liebe Chat, ich wollte einmal ganz kurz die Punkte vom Ersten. Wer war der Erste, wer Zweiter und wer Dritter? Ich hab's nicht mitbekommen. Alter, ich hab's nicht mitbekommen. Oder wäre mal ganz nett, wenn ihr mir ganz kurz, liebe Mods, einen Clip schicken könntet von den letzten 10 Sekunden. Hab ich Spatula bekommen. Das war... Meine letzte Ash wollte einfach nicht kommen. So, Igno war auf jeden Fall Erster, wa? So, ja. Komm. Ja. Herzlichen Glückwunsch an den Challenger Smurf Aki, ne? War Aki? Ja. Ich hab das auch in meinem Chat gelesen, stellenweise so, und auch die Kollegen im Discord, so, die nach dem zweiten Match gesagt haben, so, dein Puls muss doch auf 180 sein. Und was da so verbreitet wird. Und ich denke mir so, dann würde ich streamen. Alter, bin ich fertig. Was oh, Match. Ja, Aki, Gratulation auf jeden Fall. Ja. 3-5 in deine Tasche, ne? Auf deinen Nacken. Danke. Igno, Zweiter. Damit oh, danke. 1-5 für dich.
auch ganz schön stark. Und Mango, wenn du möchtest, wirst du geradet. Als letzter. Damit habe ich mir das jetzt verdient. Alles darauf klar. Hat er hinausgespielt. Oh, tut mir leid, Mango. Ich glaube, ich habe dich öfters mal einfach weggehauen. Ich hatte auch ehrlich gesagt wirklich keine Moment, Ahnung, was da zweiter? Passiert ist. Moment, war gerade Aki oder Brücki? Nein, nein, ich habe minus 9 gehabt und Brücki minus 3. Genau. Ja. Wait, Igno ist zweiter. Ja. Okay, Paul, ja genau, Ignus damit dann zweiter, ja. Krass. Ja, Mango, wie gesagt, tut mir leid. Es war voll cool, vielen, vielen Dank an euch alle. Wie gesagt, ich schreibe euch gleich dann noch an wegen der Daten. Wäre cool, wenn ihr dann kurz noch hierbleiben würdet, ja. An die beiden Gewinner. Und Mango, du, wachst du noch oder bist du jetzt offline? Nö, ich muss jetzt noch Solo-Q sterben. Also, ich bin... Das will ich. Okay, dann verabschiede ich mich noch kurz und dann kriegst du gleich einen Raid. Und vielen, vielen Dank, dass wir machen alles an alle anderen. Ja, ja, danke. Danke, hat Spaß gemacht. Ciao, ciao. Dankeschön. Ciao. Dankeschön. So, da möchte ich mich ganz kurz natürlich noch bei WD Black bedanken, ja, den krassen Sponsor, der uns das Preisgeld zur Verfügung gestellt hat. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank an euch, ja. Und wie fandet ihr so das erste Mal? Könnt ihr gerne mir jetzt kurz noch schreiben. Mal gut, ja, hat Spaß gemacht. Sehr schön, dann werden wir mal gucken, ob wir sowas nochmal wiederholt bekommt. Vielen, vielen Dank, wie gesagt, an WD Black für die krasse Unterstützung. Gratulation an die Gewinner. Und wie versprochen, raiden wir jetzt sofort den guten Mango. Ja, das ist ja dann nur fair. Ich bedanke mich vielmals bei euch. Ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß. Und ja, wir sehen uns dann wieder morgen. 12 Uhr wird, glaube ich, gestreamt. Also bis morgen Mittag. Und ich liebe euch alle. Tschüsselü!